So. Es ist immer wieder diese ständige Wiederholung. Man sollte sich irgendwann nochmal fragen, was ist eigentlich die Ursache, dass ich das, was wirklich ist, nicht wahrhaben will? Ja. Es sind diese ganz einfachen Sätze. Dieses Spiel zwischen dem ersten und dem zweiten, zwischen dem Intellekt, dem Verstand, dem Schwamminhalt und dem, was ist. Ja. Das Geheimnis ist immer wieder die Sprache. Und wenn man hier mal geistreich philosophische Vorlesungen hält, das Wissen ist nicht entscheidend, sondern Ja. das Bewusstsein ist das Entscheidende. Jetzt ist aber die Frage, was ist Bewusstsein? Bewusstsein bin ich selbst. Das, was ich bin, das, was ich dir erkläre, was du bist. Ja. Dass man wirklich unterscheidet, was ist immer. Das, was immer ist, kann nicht gedacht werden. Weil sobald du was denkst, ist es was Existierendes und es ist mit dem nächsten Gedanken schon wieder weg. Ja. Darum ist immer wieder derselbe Satz, der Bruch des ersten und des zweiten Gebotes. Wir können mal eine Kleinigkeit anschauen. Ich schalte mal ein Video ein, ob wir jetzt in die Quantenmechanik gehen, die ganzen Vorlesungen. Ja. Es ist so trügerisch, dass ich sage, ist es so schwer, sich bewusst zu machen, was jetzt da ist. Du lebst immer in der Welt eine Interpretation. Genau. Ich wiederhole tausendmal diese einfachen Beispiele. Und darum ist der Satz ist ganz wichtig. Ich erkläre es einzig und allein den, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Und der sich dieses Gespräch jetzt ausdenkt, als träumender Geist, das sind natürlich jetzt alle Sachen, die in uns Vorstellungen erzeugen. Wir denken uns jetzt jemanden aus, der dieses Gespräch ausdenkt, oder wir denken uns einen träumenden Geist aus. Das sind aber alles existierende Dinge, die jetzt existieren, weil wir sie denken. Ja. Wer ist der eigentliche Denker? Und Ich. das ist natürlich, wenn man jetzt in die Philosophie geht, ich habe da schöne Stelle. Ich habe jetzt einige Videos, die habe ich schon an anderer Stelle erklärt. Also hier, das wurde nicht aufgenommen und schon diese Worte lösen wieder Vorstellungen aus, dass in der Vergangenheit was war. Es Genau. sind jetzt aber einzig diese Geräusche. Ich sage, wenn was auftaucht in dir, taucht es jetzt auf. Und das, was jetzt auftaucht, zerstört das Bestehende. Und das Leben in dir Geist will sich verändern, es will wachsen. Und jetzt darf man natürlich mit dem Wachsen keinen quantitativen Zuwachs sich ausdenken, sondern es ist eine Veränderung. Und als normaler Mensch Hervorragend. wiederholst du bist dieser berühmte Hamster im Laufrad, dieses täglich grüßt das Murmeltier mit dir, schon die Tatsache, dass du jeden Morgen als der wach wirst, der du zu sein glaubst. Jetzt ist aber das passiert nicht heute Morgen, das ist jetzt der Gedanke, den wir jetzt denken. Diese Spielachsen, wo ich sage, alles, was ist, ist hier und jetzt. Ja. Pass mal auf, wir machen jetzt einmal hier dadurch den Bildschirm teilen. Das mache ich mit Audio. Da springen wir jetzt einmal rein. Das ist ein Vortrag über die Vorlesung der Erkenntnistheorie. Dieser Vortrag wäre es wert, dass man gemeinsam von vorne bis hinten anhört. Dass ich das alles kommentiere. Das ist so ein klassischer Satz. Wir haben hier diesen jetzt von uns ausgedachten Richard David Brecht, weil das Pixelmännchen da ist, das jetzt in uns aufgetaucht ist. Und du musst dich lösen davon, dass der da außen existiert, wenn du nicht an ihn denkst. Ich sage, das zweite Gebot ist unheimlich wichtig. Das erste und das zweite Gebot. Das hat nichts zu tun mit irgendeiner religiösen Erkenntnis, sondern das ist das, was geistig ist. Ja. Und ich bin jetzt da ganz am Schluss, vielleicht fahren wir vorne mal rein. Ich sage jetzt zuerst mit Holofeeling, alles, was er behauptet, ist richtig. Er geht hier auf Platon ein, die Erkenntnistheorie von Platon. Und dann macht er einen Sprung zu Aristoteles, der noch 100-mal komplizierter ist, Ja. was auch darauf hinweist. Es sind aber trotzdem Sackgassen, so wie er sich das ausdenkt. Aber wir machen einmal, der Schluss war der schönste, da bin ich nämlich gerade, da hören wir jetzt ganz kurz einmal rein. Wenn Ja. der Ton nicht da ist, sag mal Bescheid. Ja. Die Dinge anguckt in eine zweite Sphäre, nämlich in die Sphäre des Logikers, des Sprachphilosophen. Und diese beiden Welten werden nicht trennscharf voneinander unterschieden. Das heißt, der Begriff der Substanz ist ein doppelter Begriff. Auf der einen Seite gibt es eine grammatische Implikation, dass ich sage, das ist substanziell. Das ist quasi eine grammatische Aussage, eine logische Aussage. Das würde ich jetzt hier bei Aristoteles nicht scheiden. Und auf der anderen Seite ist Substanz etwas, was Ihnen direkt unmittelbar zukommen soll. Das heißt, einmal sage ich, Sie besitzen die Substanz
Und das andere Mal lege ich die Betonung auf den Sprechakt, innerhalb dessen ich Ihnen eine Substanz bescheinige. Und diese beiden Dinge werden bei Platon kurz geschlossen, bei Aristoteles. Und das wird dazu führen, dass die Sprachphilosophen, Bertrand Russell zum Beispiel, Anfang des 20. Jahrhunderts, dann sagen werden, das muss man doch trennen. Sozusagen. Das ist jetzt das große Problem. Du merkst, es ist jetzt viel Geschwalle um eine ganz einfache Tatsache. Das also hier mit der Vordersprache sieht es also ganz anders aus. Es ist definitiv so, dass eine Substanz, das Sub ist immer die Grundlage und das baut Objekte auf. Mhm. Und wenn du jetzt immer in diese Energiewesen reingehst, wir kommen an der Sprache nicht vorbei. Russell trennt es, die modernen Philosophen jetzt, die neuzeitlichen, der sehr mathematisch orientiert ist, hier zusammengearbeitet hat in dieser Märchengeschichte mit dem Wittgenstein, dass dir das nichts nützt, wenn du bloß immer zitierst, aber deine Raumzeitlichkeit nicht aufgibst. Das heißt, das Trennen der Worte, ich nenne jetzt einmal, was ist die Substanz? Ist die Substanz, im Anfang war das Wort, ist es das Wort, das natürlich jetzt was Ausgedachtes ist, oder sind es die Dinge, die aufgrund dieser Worte, die mir denken, zu Vorstellungen führen? Und das ist untrennbar verbunden. Das ist wie wenn ich jetzt frage, was ist zuerst da? Oder was ist wichtiger, der Denker oder das Ausgedachte? Der Berg oder das Tal? Das ist genau diese Polarität, alles, was sich widerspricht, was eigentlich hier oberflächlich betrachtet, These und Antithese ist, gehört doch untrennbar zusammen. Was sind Wellen eigentlich, wenn es kein Meer gibt? Genau. Du wirst feststellen, dass alles auf Worten aufbaut. Was ist eigentlich Welt? Man muss sich zuerst einmal hier klar machen, es gibt dazu hier dann nochmal an dieser Universität von ihm, das ist übrigens schon eine sehr interessante Universität, schau, L'EUP, der auseinandergeschmissene UP, das ist Gott, El Hayom, da haben wir schon unsere Gedankenwelt drin. Das ist, jedes Wort spricht zu dir und wird selbsterklärend. Und wir gehen jetzt erst einmal in die Ästhetik. Das ist, wenn ich habe in Bleinfeld, in einem der Bleinfeld-Vorträge, habe ich einmal ganz definitiv gefragt, was bedeutet Ästhetik? Und frag Leute, was Ästhetik bedeutet, ganz normal in deinem Umfeld und lass dich überraschen, was die sagen. Und das Wort Ästhetik heißt schlichtweg und einfach wahrnehmen. Jeder sagt, das ist schön, das ist harmonisch. Ästhetik heißt Wahrnehmung. Und das schauen wir uns jetzt hier mal an. Wir gehen da zuerst einmal, die Welt machen wir dann auch. Was dich wundern, wo uns das hinführt. Mhm. Die Wissenschaft, die Lehre vom Schönen, das Stilvolle, das Schöne, die Schönheit der Schönheit stimmt. Das ist das, was man dir lernt. Ja, aber interessant ist, dass das Wort eigentlich immer wieder, wir gehen ja in die Wurzel, das heißt zuerst einmal wahrnehmbar, die Wahrnehmungsfähigkeit durch Sinne wahrnehmbar. Das ist dann übertragen. Aber wir schauen uns jetzt einmal das griechische Wort genauer an. Das beginnt mit Ais. Wir wissen, Ai, der Schöpfergott, ist Bewusstsein. Sein, ja. Das ist immer das Rot-Blau-Lesen. Und ja, ich kann nur sagen, das ist nicht ein willkürliches System, das ist bei Holofeeling etwas, du findest es in keinem anderen Buch der Welt. Das heißt, den Udo, den du dir jetzt ausdenkst, der eine Figur in deinem Traum ist, kann als Figur in deinem Traum, dieser Gedanke Udo, es ist jetzt eindeutig nur ein Gedanke in dir. Übrigens auch, wenn du an deinen Körper denkst, ist es auch eine Information von dir. Mhm. Die hüllt dich dann natürlich ein, wenn du an den Körper denkst, weil du immer das Zentrum bist. Aber wir gehen nochmal hin, das griechische Aios. Da schauen wir Is. Und das führt dich zuerst einmal hier zu dem Eiser. Das ist interessant, der Schöpfergott ist ein bewusster Schöpfer, wenn wir es rot lesen. Ja. Okay, dieses Ei ist ja nichts. Nichts, genau. Und dann kann ich auch sagen, die raumzeitliche Schöpfung, wenn wir das blau machen, die andere Hälfte. Ja. Und das ist der Andal oder das Schicksal. Ja. Das heißt, jeder Gedanke, den du wahrnimmst, ist etwas Losgemachtes von dir. Du stellst es dir ja vor, du denkst es dir ja aus, du denkst es aus dem tiefsten Innern aus dir heraus. Und das ist ein kleiner Teil, ich sage immer ein Puzzlestück, eine erschaffene Existenz von dir selbst. Genau. Und das führt uns dann zu dem Teilchen-Welle-System. Da ist das Teil noch mit die Hawkschling. Ja. Wir denken uns jetzt 1849. Da fallen viele, viele Sachen übrigens, was sehr interessant ist, wenn wir in die Ontologie gehen. Das ist auch so eine Sache, on, sage ich immer, als das Seiende. Das Wort on kannst du in jedem griechischen Wörterbuch eingeben, du wirst es nicht finden. Nein.
die Ontologie zum On-Is-Sein, wie kommt dieser Sprung über die Grammatik. Aber da wollen wir uns nicht verlieren. Was jetzt hier interessant ist, als Grundbedeutung der Schicksalsspruch. Da ist jetzt der Schreibfehler drin, wobei die Schreibfehler natürlich, wie ich immer wieder sage, auch einen Sinn machen. Und der Spruch, da können wir zwei Sachen, wir können zuerst einmal das SB, da wissen wir das raumzeitliche Wissen. Ja. Ist die Berechnung einer aufgespannten Kollektion, wir wissen, wenn wir es blau lesen, ist Ruch die vier Weltgegenden. Ja. Das sind unsere vier Phasen im Tetraederspiegel. Und da müsste ich jetzt schon wieder drauf dazu, müsste ich in Kleinigkeit mit reingehen, dass hier ganz, ganz entscheidend ist, ist so die Zahl Pi. Ja. Pass auf, ich mache es einmal ganz einfach. Wenn mir Gott, nimm mal das kleine Bild unten, dass du mehr dich fokussierst auf den Udo unten rechts in der Ecke. So jetzt bei der Wiedergabe dieses Videos. Max, das zeugt schon wieder Vorstellungen, dass das in der Vergangenheit aufgenommen wurde. Und ich sage dann immer wieder, das wird jedes Wort, das ich spreche, spreche ich jetzt. Das wird jetzt aufgenommen und du schaust dir das jetzt an oder hörst dir das jetzt an. Weil was in dir auftaucht, taucht jetzt auf und es ist in dir drin. Genau. Und wenn du das nicht akzeptierst als Geist, wirst du leiden bis in alle Ewigkeit. Das ist der Schritt, diesen Schritt, den du jetzt gehen musst. Was nicht heißt, dass du irgendwas an deinem jetzt gelebten Rolle als Figur in deinem Traum, als Protagonist verändern müsstest. Nein. Das, was wir hier machen, ist reine Geisteslehre. Genau. Und jetzt ist es so, dass ich immer wieder sage, Gott, ich mache diesen Doppeltrick, dass wir jetzt erst einmal das T, das TAF, wir machen, die 400, dass dieses TAF bei Gott, haben wir in dem deutschen Wort Gott, haben wir ja zwei T hin. Genau. Und zwei Ts sind ja dann 800. Ja. Siehst du, und da haben wir jetzt schon als Abbasch die 2. Ja, genau. Und dann kriegen wir hier die 12 auf der, im Pyramidenwert die 12, wenn wir die 00 als unendlich lesen. Der verborgene Wert und die 10er Stellen kannst du wegstreichen. Ja. Es ist immer wieder 1, 10, 100 oder 4, 40, 400 ist nur höhere Qualität. Die Grundqualia bleibt immer gleich. 4 ist Öffnen, 40 ist Gestaltwerdung, 400 ist Erscheinung. Genau. Ich setze jetzt mal die Grundlagen von Holofeeling voraus. Ich sage immer wieder, dieses TT zusammengeschrieben jetzt als unsere Ts sieht ja aus wie ein Pi. Pi. Wir machen aus dem mit 2T 400, 400 machen wir 800 und das ist das NP und das NP ist definitiv Pi. Pi. Jetzt ist ja unser Wort Gott beginnt ja mit G-Waff. Also G-O, das O, unten schauen haben wir ja W-V-U-O. Dieses G-Waff heißt praktisch Geist. Geist ist Gimmel, ist Synthese, ist der dritte Buchstabe. Und wenn dieser dritte Buchstabe zum Kreisen anfängt, praktisch aufgespannt wird, G-W, dann ist es ja das Innere. Genau. Das ist erst einmal das Innere. Das Innere der Körper. Da ist eine Gemeinschaft von allen Feld in diesen. Dieser Geist ist mein eigener Geist. Ich sage jetzt einmal GE-Quadrat. Ja. Das E-Quadrat ist J-C-H-I-C-H. Ja. Praktisch der vom Bücherregal ein Buch in die Hand nimmt und dann kriegt er hier dieses M ein. Da können wir jetzt das schon blau machen, Gestaltwerdung ein. Und dann erschaffst du was in dir, in deinem Innern, nämlich die Körper um dich herum. Ja. Stimmt oder stimmt? Ja, stimmt. Jetzt pass auf, dieses G-Waff kann ich aber auch lesen. Das ist, wenn ich das mit GW lesen tue, ist ja unser W doppelt aufgespannt. Das ist schauen in die Ecke. Das ist das hier. Synthese, Vertese und Antithese. Und das ist Pi. Und jetzt nehmen wir den Einheitskreis. Interessant ist, wir haben nämlich jetzt, sobald wir das aufspannen im Einheitskreis, der Einheitskreis hat einen Umfang von 2Pi. Es ist ein Pi oben im roten Bereich von plus plus zu plus minus. Das ist die Weisheit Gottes. Und dann von minus minus wieder minus plus. Das ist das Wissen deines Intellekts. Das Blaue. Das ist das Blaue. Das sind die 2 Pi. Genau. Darum haben wir hier auch einen Totalwert hier bei den Gaff von der 9. Ja. Das ist der Spiegel und der äußere Wert sind die Spiegelungen. Genau. Das ist also dieses Spiel im Allgemeinen. Aber wir bleiben aber bei unseren Assen. Wir sind immer noch beim Schicksalsspruch. Das heißt, ich kann jetzt SB, wenn ich hebraisiere, kriegen wir ja unsere Welle. Welle. Oder ich mache es rot, dann habe ich die bewusste Weisheit ist Ruch
Blau gelesen, rot gelesen. Rot. Das ist im Kopf verbundene Kollektion. Ja. Es ist, also wir kommen jetzt hier, pass auf, Andal, welche nach gerechter Bestimmung. Mhm. Jetzt ist natürlich deine Vorstellung von Recht, sieht sehr einseitig aus. Jedem mhm. zukommt. Aus dieser Grundbedeutung entwickelt sich allmählich der Übergang zum Begriff Schicksal. Ja. Dein Schicksal bestimmst du mit den Bestimmungen. Bestimmst du schon gerecht oder noch einseitig? Mhm. Wir sind bei der Ästhetik, wohlgemerkt, bei der Wahrnehmung. Das ist mhm. die erste Radix Eis. Dieses Eisa, ja. Ästhetik, die ersten von dem Wort Ästhetik. Da ja. sind wir. Mhm. So, schauen wir mal, wie es weitergeht. Jetzt kommt hier plötzlich der Poseidon, das ist jetzt aus griechischen Schriften, die nichts zu tun haben mit der Vergangenheit, das ist aus den geistigen Archiven, die du in dir behältst. Immer dran denken, das Zentrum vom Allen nennen wir jetzt modern, fürs dritte Jahrtausend, Internet, den inneren Zusammenhang, den können wir auch Gott nennen, das Zentrum des Einheitskreises, aus dem die Blickwinkel herausspringen. Mhm. Okay? Ja. Jetzt schauen wir mal, was gibt es da nur, schöne Stelle, das Todesgeschick. Jetzt pass auf, als die personifizierte Eiser, das heißt das personifizierte Schicksal, der personifizierte Andal, spricht mhm. dem Menschen nicht sein Schicksal, wie Buckmann will, ist, sie spinnt es. Das heißt, du spinnst dir was zusammen, indem du wirres Zeug sprichst, weil du die Tiefe der Worte nicht verstehst. Das ist dann der Wahnsinn. Ja. Und das Todesgeschick, weil du dir deine eigene Auflösung, wenn wir Tod jetzt als Auflösung sehen, selber zusprichst. Ja. Und dann kommen wir hier, jetzt gehen wir dann langsam hier rein durch die Sinne wahrnehmbar, aber Sinnen. Wenn du über etwas nach, wenn wir über etwas nachsinnen, ist die Raumzeit innen. Genau. Auf den Sinn bin ich ja immer, das zeitliche Denken ist extrem trügerisch. Man mhm. kann dich immer wieder nur reinspielen, wenn du diese grundradigste Sinn, dass hier in dieser ausgedachten Zeit hat man schon angefangen, chronologisch zu denken. Genau. Wenn das Gegenteil oder etwas Gegenseitiges vorhergegangen ist. Genau. Dass dieses Denken schon in der Zeit, die wir uns jetzt denken, ist diese erste Sackgasse begonnen, dass ich aus dem Einheitskreis eine zeitliche Achse mir herausdenke und einen Sinus herauskonstruiere, obwohl im Kreis doch diese ganzen Blickwinkel, die hier in einer zeitlichen Reihenfolge als Wellenberg und Wellental aufgetragen werden, gleichzeitig da sind. Das Plus und das Minus ist gleichzeitig da. Ja. Dasselbe haben wir in der Radix Quae. Das ist schlichtweg eine affin aufgespannte Erscheinung. Mhm. Da wirst du feststellen, da steht dasselbe drin. Das führt uns zur Wort Quelle. Mhm. Dem folgenden Wort angehängt dient zur Anreihung an das Vorhergegangene. Das ist übrigens dann das Wort Frequenz. Ja. Jetzt ist aber Fre heißt Reichlichkeit. Reichlichkeit. Mein Fachgebiet. Mhm. Frequenz, Frequenz. Zahlreich. Die Zahlen sind Spiegelkollektionen. Reichet. Ja. Häufig in Raum und Zeit verstreut von einer Menschenmenge, einer Versammlung, in der Menge, in der Masse anwesend. Das ist, wenn du in den Spiegeltunnel reinschaust. Ja. Da ist ein einziges Licht, wenn man in der Mitte von egal welchem Spiegeltunnel, ob wir jetzt zwei Spiegelchen nehmen oder einen Tetraederspiegel, dass wir das dreidimensional machen. Mhm. Da ist ein einziges Licht und es vervielfältigt sich in diesen Spiegelungen. Ja. Mhm. Genau. Das ist es. Mhm. Es ist aber beisammen. Ja. In dem einen. Das ist jetzt dieses zahlreich, gedrängt, voll, dicht, dicht gedrängt. Das ist das Uni von dem Universum. Genau. Es ist das schwarze Loch. Die große Problematik, dass wir auch hier den Gegenteil haben. Beim schwarzen Loch sagt man, das saugt alles auf. Sogar die Photonen waren aufgesaugt. Das Licht saugt es auf. Darum ist es ja schwarz. Wir sehen es nicht, weil davon kein Licht mehr wegkommt. Was natürlich mhm. schon wieder ein Widerspruch dann in den Physikbüchern ist, weil wenn du jetzt in die Physik gehst, dann wirst du feststellen, dass diese ausgedachten Photonen eigentlich gar keine Masse haben. Die einzigen Dinge, die keine Eigenmasse haben, weil sie ihr eigenes Antiteilchen sind. Mhm. Aber das ist natürlich hier immer wieder die Perspektiven, wo ich schon so oft darauf hinweise, in der Chemie ziehen sich Elektronen an, die bilden Elektronenpaar-Zwillinge und in der Physik stoßen sich die elektronischen Elektronen stoßen sich ab. Ab.
Was ist jetzt richtig, die Chemie oder die Physik? Beides. Das ist, wenn ich nur immer in einer Autoritätshörigkeit lebe und alles, was meine Professoren sagen, die genauso geistlos das Geschwätz ihrer Professoren nachplappern, so wie du das deiner Professoren nachplapperst. In Frage stellen ist da nicht mehr, dann fällst du aus dem System raus. Auch in der Religion, übrigens, um das nochmal ganz klar machen, das heißt dann hier Frequenz, wir sind immer bei den Quä, ein starken, stark mit Wachen besetzt, bla bla bla, ein dicht gedrängte Schlachtlinie, dicht gedrängt, das ist unsere Spiegeltunnelreihe. Genau, ja. An einem Ort oft oder im Meer anwesend. Im Meer anwesend. Gegenwärtig. Sich einfinden, sich einstellen, alles, was aus dem Meer auftaucht, kommt in das Meer zurück. Ob du jetzt die Wellen mit Plus Minus nimmst, die sich polar aufspannen, oder ob wir einen Kreislauf uns ausdenken von Spritzern, von verdunstendem Wasser, von Wolken, die runterregeln, die zu Gerundwasser werden. Und das Gerundwasser wird dann zu einer Quelle. Und diese Quelle mündet in einen Brunnen. Ja. Genau. Das Ganze wird dann, was aus dem Brunnen rauskommt, das ist übrigens dann hier unsere schöne Radix hier mit Bar. Außen. Das heißt eigentlich schon wieder im Licht. Nein, ich habe ein A dazwischen klingt. Ah, Brunnen. Im Schöpfergott können wir das lesen. Aber was passiert im Schöpfergott? Du fängst dich im Schöpfergott. Warte mal, ich mache den Einzel, dass wir das sehen. Für alle, die es noch nicht verstanden haben, ganzes Wort einstellen. Schau. Inmitten verbunden der geistige Schöpfer im geistigen Kopf. Kopf, ja. Der erzeugt jetzt ein Innerhalb und ein Außerhalb. Blau gelesen ist es außen, außerhalb ist es polar, aufgespannte Schöpfung, schöpferische Berechnung. Genau. Schau dir das an, darum hast du es, du fängst dir im Schöpferkopf an, dich selber auseinanderzusetzen. Und dann erklärst du dir all das ganze Zeug, das du dir selber ausdenkst, das in dir drin ist, aber da du dir das ausdenkst, und zwar aus dem absoluten Zentrum, diesen Kreatio ex nihilo, zerst einmal in dein Innerhalb. Ja. Und dann kannst du vorstellen und denkst dir das noch nach außen. Aber es bleibt in diesem Zentrum, Dass du selbst bist. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Also, wir sind das, lassen wir mal das S und dann kommen wir zum Wahrnehmen, Ästhesis, der Sinn, die Sinneswerkzeuge, der wahrnimmt, bla bla, zwar empfinden und so weiter und so weiter. Du kommst da hier definitiv aus dem System nicht raus. Nicht raus, ne? Jetzt wird natürlich immer die Welt erklärt. Und da ist natürlich schon wieder das Problem, was ist eigentlich Welt? Wir schauen uns mal die Welt etymologisch an. Das ist ja das Verrückte, du wirst von mir nie hören, dass irgendwas nicht stimmt. Genau. Aber über die deutsch-deutsche Vatersprache wird das ganzheitlich. Da mache ich das ganz normal, das ist ja das Brandopfer. Haben wir so oft gehabt, W ist einfach doppelt aufgespannt, das ist unsere Gedankenwelle und dann haben wir ELD. Wir schreiben, das kann man natürlich vielfältiger schreiben. Ich mache jetzt nochmal so diese klassische WLD. Dann hast du hier schon der polare Rand, den musst du von Augenblick zu Augenblick opfern, weil die Gedankenwellen auftauchen und verschwinden eigentlich immer gleichzeitig. So. Das ist unsere Vakuumfluktuation. Es wäre jetzt in einem gewissen Maß dieser absolute Boom. Gott ist das Vakuum. Das sagt dann wieder die Esoterik und die Physik. Man sieht zwar nichts, aber es muss volle Energie sein. Weil da ständig Teilchen und Antiteilchen entspringen. Das ist eine vollkommene Gedankenwelle und sich gegenseitig wieder auslöschen in dem Punkt. Und dieses Nichts, aus dem diese Spaltung entsteht, das heißt, die Vielheit, die Menge entsteht eigentlich erst durch Division. Dann entsteht, kann ich auch sagen, das Äußere, BR, hebraisiert. Genau. Was natürlich dann auch noch Reinheit und viele andere Sachen heißt, aber zuerst einmal bleiben wir beim Äußern. Und dieses A und D hast, ich werde auf- und abschwingen. Ja. Wenn wir es hebraisieren. Darum ist es hinaufsteigend, hinaufgehend, aufkommen, hinaufziehen, besteigend, sich erhebend. Die erweckte Wahrnehmung ist eben geöffnet. Genau. Siehst du? Die erweckte Wahrnehmung ist eben, expen. Expen. Im Lateinischen als Vorsilbe expen gelesen, eine herausgetriebene polare Existenz, die sich jetzt öffnet und zwar in vier Phasen. Ja. In die heißt wieder schwingen, hin und her schwingen. Das ist unser Einheitskreis. Aber die Blickwinkel, die wir uns denken, denken wir immer jetzt, die sind immer gleichzeitig. Das ist Physik. Und ich sage immer, sobald einer irgendwann nicht mitkommt, dann will er sich gescheit stellen und dann ist natürlich alles, was du nicht verstehst, ist ein Blödsinn oder das ist unwichtig. Da braucht man wirklich die Demut, dieses ich weiß, dass ich nichts weiß. Okay, und diese Ästhetik, jetzt muss ich da ganz kurz
es geht, jetzt schauen wir uns mal den Dedikus an, wahrnehmend empfinden, ne? Es. Das ist ja schon interessant, wenn man hier jetzt dieses immer dran denken, das ist hier die 9 und das ist die 8 in Saal. Ich erzähle dir ja jetzt was. Wir können natürlich hier uns auch einmal die 9 und die 8 hier anschauen bei uns. Und dann kommst du bestreichen, bedünken, er beschmiert, er überdeckt. Über dir ist eine geöffnete Ecke. Ja. Mhm. Verklebt. Das, was lebt, klebt an einem gewissen Glauben. Ja. Ich könnte jetzt da jedes Wort, wie gesagt, mindestens 400 Seiten Buch. Einfach blau gelesen ist es erst einmal die gespiegelte Kollektion oder der Spiegel im Mittelpunkt als göttliches Kollektiv, dieser Reihe. Mhm. Der Kopf des Schöpfergottes. Genau. Ein Symbol. Mhm. So, und jetzt schauen wir uns das einmal an, wo uns das hinführt. Wir machen gleich das T. Moment mal, jetzt habe ich, dass ich ihn. Wo war ich denn? Na, wie ist man eben der runterfahren? Mhm. Ich mache mal das Tedikus. Dann machen wir gleich. Das ist hier das Tedikus. Es haben wir gerade gehabt, das ist das Schicksal. Ja. Das ist mein Schicksal. Das Schicksal eines Tageslohnarbeiters. Weil alles, was du im Tag über als normaler Mensch machst, ist, dass du an Geld kommst. Das führt dich, diese Wahrnehmung führt dich in die Klasse der Taglöhner. Aha. Stimmt oder stimmt? Ja. Ja. Weil alles, was es ist, du kriegst deinen Tageslohn, aber dein Tageslohn ist letztendlich dein Schicksal. Ja, genau. Aber wer bestimmt sein eigenes Schicksal? Ich. Ich, immer ich, das blaue Ich. Ich, ja. Nicht einmal du. Du bist ein Sklave, Neo. Neo. Du bist die 9 rot gelesen und machst dich zu einer Spiegelung, zu einer blauen 9. Mhm. Stimmt oder stimmt? Ja. Du bist der erste Spiegel, der Protagonist, erster Schauspieler und Regisseur. Und Regisseur. Mhm. Etza, schauen wir uns die Welt an. Wir waren jetzt nur beim Hebraisieren. Ja. Schau, das ist so ein Blödsinn. Was versteht man unter Welt? Wittgenstein sagt nur, die Welt ist das, was der Fall ist. Fractatus Logicus. Jetzt muss ich natürlich wissen, dass der Fall von Faller kommt, von der Falle kommt, was falsch heißt. Genau. Das geht nämlich schon hier, lest, dass die Welt ist die Erde. Die Erde hebraisiert ist das erweckte Wissen. Genau. Deine Welt, die du träumst, ist dein in dir selbst erwecktes Wissen. Genau. Irgendwann muss ich doch da mitkommen, dass dieses Deutsch, diese Vordersprache und dann in Verbindung mit dem Hebräischen und alle anderen Sprachen der Welt ein rein arithmetisches System ist. Ja. Und dieses ERD wird jetzt wie eine Kugel. KGL heißt wie eine. Ja. Auch dein erwecktes Wissen sind Gedankenwellen. Ja. Aber jetzt wird es hier der Lebensraum der von dir ausgedachten Trockennasen offen. Immer, von was für einen Menschen reden wir? Reden wir von Medim? Ja. Oder reden wir von Gotteskindern, von Geistern? Genau. Die Geister sind die, die träumen. Die Figuren, die im Traum als die Hauptrolle ist der Protagonist und alle anderen um dich herum sind Antagonisten. Genau. Goni übrigens ist wieder die Ecke. Das Knie. Heißt aber auch gebären. Ja. Das Knie. Die Frage ist, schreiben wir es mit einem Omikron oder mit einem Omega? Mhm. Mhm. Omega ist das große O und ein Mikro ist ein kleines O. Genau. Okay? Ja. Jetzt geht es weiter. Ein K-Reihe-S von Menschen um dich herum. Die gewisse Gemeinsamkeiten aufweisen, die Gemeinsamkeiten der Menschen. Ich sage immer wieder, was ist der verbindende Parameter für die ganze Menschheit? Wieder ich. Der sich die Menschheit ausdenkt. Ausdenkt. Mhm. Du bist das verbindende Parameter für alles, was du dir ausdenkst. Den Schuh, was du dir anziehen müssen. Mhm. Was übrigens das Wort Schuh, wenn wir es hebraisieren, natürlich zwangsläufig hier wieder. Das sind die Sandalen. Schau, das heißt die Existenz von augenblicklichem Licht und das heißt was die Existenz von was Hochgehobenem. Genau. Mhm.
Das kommt dann hier, die Grundradix geht dann von einhüllen, sich einhüllen, Schuhe anziehen. Wenn wir jetzt da weiter reingehen in die Etymologie, dann heißt es sich einhüllen, mit irgendetwas einhüllen. Darum ist ja der Mose zu dem, sagt der brennende Dornbusch, ich sage zu Mose, zieh zuerst deine Schuhe aus, deine Quadratlatschen. Der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Mhm. Das heißt, diese Existenz vom was Hochgehobenen, dieses All, das ja. Joch, die Gedankenwelle, zieh dir die zuerst aus. Ja. Mhm. Wo sind wir beim Dagelohn? Wo war ich jetzt? Bei der Weltwarme? Bei der Welt, ja. Bei der Weltwarme. Das ist also der KRIS, wie ein Spiegelbewusstsein beziehungsweise wie ein gespiegelter Raum, um von Menschen mit bestimmten Gemeinsamkeiten, das ist deine Menschheit, ist etwas, was du erschaffst, wenn du an die Menschheit denkst. Ja. Ich habe mal vor 30 Jahren schon gesagt, an was denkst du bei dem Wort Menschheit, und dann wirst du feststellen, im Intellekt zwingt dir auf, dir jetzt aktuell ca. 7,5, 8 Milliarden, wer hat es gezählt? Trockennasenaffen, sterbliche Säugetiere, die auf eine Erdkugel zu denken, die sich um die Sonne rumdreht. Das macht aber alles dein Intellekt. Hättest du einen anderen Schwamminhalt, würdest du dir was anderes ausdenken. Mhm. Ich sage immer, der Computer, der ein anderes Programm und andere Daten hat, baut andere Bilder auf dem Bildschirm auf, die aber immer jetzt sind, als Momente, die auftauchen und als eine Kollektion, als Programm und Daten auf dem Arbeitsspeicher. Ja. Du funktionierst genauso. Ich fange nicht nochmal an, ein ausgedachter Computer ist im Prinzip in der Funktion dasselbe wie ein ausgedachter Mensch. Ja. Und du kannst ausgedachten Dingen nichts beibringen. Mhm. Weil lernen kann nur Geist. Da verweise ich auf das Ich bin du Quadrat, das erste Selbstgespräch. Lernen 1, Lernen 2, Lernen 3. Mhm. Das heißt, der Trugschluss zu glauben, lernfähige Maschinen zu schaffen. Ich kann die Illusion erzeugen, dass die was lernen. Das geht schon mit Pavlovs Hund los. Ja. Der Hund selber, den ich mir denke, würde bedeuten, dass ein Gedanke von mir was lernen kann. Mhm. Was passiert, wenn du jetzt diese Geschichte auf deinen Schwamm drauf hast vom Pavlovs Hund? Mhm. Dass wir uns einen Hund jetzt ausdenken, der nur existiert, wenn du ihn denkst, und dann kriegt er Futter, und immer bevor er Futter kriegt, läutet man wieder ein Glöckchen. Genau. Und irgendwann kommt dann der Punkt, das denken wir uns, weil wir ja so programmiert sind. Die Schwierigkeit, die Quelle ist in mir mit dem Wissen, die wir haben. Uns hat man das erzählt, hast du selber ausprobiert? Wenn du das jetzt ausprobierst, wird es so sein, aber du musst wissen, zuerst ist dein Wissen da. Wenn du das nicht wüsstest, wäre das auch nicht. Genau. Dass in dem Moment, wo ich dann mit dem Glöckchen deute, wird der von mir ausgedachte Hund, den ich in meinem Traum beobachte, aufgrund dieses Programms, dieses Glaubens, wird der gastrische Funktion kriegen, dann wird der Speichel im Mund zusammenlaufen oder aus der Gosche raussappern. Mhm. Rein durch das Glöckchen, weil er an Essen denkt. Weil eben auch wieder meine Logik sagt, in dem Moment, wo ich an Hunger habe und an Essen denke oder zum Essen anfange, vermehrt sich der Speichelfluss im Mund. Mhm. Aber das ist doch alles Wissen. Das ist, die Welt kann nicht anders funktionieren, wie du glaubst, dass sie funktioniert. Die Schwierigkeit ist, dass dieses anerzogene Wissen der Naturwissenschaft die Kausalität auf den Kopf stellt. Genau. Das ist mein Klingelingeling-Beispiel. Ja. Auch hier haben wir zwei Seiten. Reden wir von reinen Vermutungswissen, von Glaubensvorstellungen, wo man zwanghafterweise sich gar nicht bewusst macht, dass man hier die Ursache, die Wirkung vor der Ursache setzt. Mhm. Ich wiederhole nochmal für einen, der das überhaupt noch nicht verstanden hat. Du hörst Klingelingeling. Jetzt stell dir vor, du träumst. Wir haben wieder das Spiel, das ist ein Reizauslöser. Du wirst auf den Reizauslöser reagieren, indem du sagst, wer ruft mich jetzt an? Ja. Vielleicht wirst du ans Telefon denken durch das Klingeln. Es ist nur das Geräusch Klingeln da. Das Wort, wie wenn ich jetzt klingeln sage. Klingelingeling. Aber jetzt, wenn du in dich reinschaust und dich fragst, ist der tiefe Glaube, dass Bruch des zweiten Gebotes, dass da außen irgendein Mensch oder mehrere Menschen sind, die ihr Telefon haben, und weil dich jetzt einer anruft, das heißt, sein Telefon deine Nummer wählt und dann irgendein elektromagnetisches Signal zu deinem Telefon geht, das wiederum reagiert, indem dann hier die eingebaute Klingel Schallwellen auslöst, die aus dem Telefon rausgehen, zu deinem Ohr gehen, in dein Ohr reingehen, Amboss, Steigbügel, Cochlea, dann in den Thalamus, in dein Gehirn reingehen, und dann hörst du das Klingeln. Ja. Das ist jetzt, haben wir Wissen entfaltet. Genau. Aber wie sieht es aus, wenn ich wirklich im Jetzt überprüfe, was jetzt ist? Ja. Mir schauen wir mal die Gedankenwellen an, im Jetzt, die alle aus mir kommen, in mir taucht das Geräusch Klingelingeling an. Dieser Reizauslöser wird mich zwanghaft, ich bin ja nur ein Mechanimus, also das
Blaue Ich ist ein reines Konstrukt, wäre Interpretationsprogramm, wird deine Information verändern, indem du dir denkst, wer ruft mich jetzt an? Dann wirst du ans Telefon denken, ich habe das so oft durchgespielt. Ja. Das heißt, das kannst du hundertprozentig überprüfen, was ich dir jetzt sage. Genau. Ja. Das heißt, das Klingelgeräusch ist ein Auslöser, dass du jetzt diese Kette dir denkst, wer ruft mich an? Dann wirst du das Telefon kurz materialisieren, auf den Knopf drücken. Und dann wirst du sagen, ja bitte, und dann hörst du wieder Geräusche aus dem Telefonhörer, die dann sofort wieder neue Reaktionen und Vorstellungen in dir auslösen. Ja. Das ist das, was hundertprozentig sicher ist. Die naturwissenschaftliche, total verkehrte, auch religiöse Sichtweise mit chronologischem Denken setzt ja die Wirkung des Klingelingeling, die Ursache dafür, für das Klingelingeling zeitlich wieder vorher, was aber immer bloß jetzt gedacht wird. Das heißt, weil es klingelt, denke ich an einen Anrufer. Der Materialist glaubt, da ist zuerst ein nicht gedachter Anrufer da und weil es den auch gibt, wenn ich ihn nicht denke, klingelt es bei mir. Dasselbe machst du, wenn ich sage, jetzt mit deinem Programm, wo kommst du her? Dann sagst du, ich war von meiner Mutter geboren. Diesen Vorgang, den du jetzt denkst, dass er Trockennasen auf dem Weibchen ein kleines Baby rausquetscht, den denkst du dir, weil ich dich frage, wo du herkommst. Das heißt, du schaffst in dem Moment diese Vorstellung, die du dir in die Vergangenheit denkst. In der Vergangenheit war aber nie was, war alles, was passiert, passiert jetzt. Ja, yeah. Ja. Das musst du immer wieder durchspielen. Wenn dir das jetzt logisch erscheint, was ich dir sage, was ja zwei logische Systeme sind, die gegeneinander stehen. Klingelt jetzt das, weil mich einer anruft, der schon da ist, bevor es klingelt, außerhalb von mir, der Außenbruch des zweiten Gebotes, mach dir kein Bild von dem, was da draußen. Oder weil in meinem Traum ein Klingeln auftaucht, denke ich mir auch hier und jetzt in meinem Traum einen Anruf aus, den ich mir ausdenke. Das heißt, der Anruf entsteht, weil es klingelt und nicht das Klingeln, weil da ein Anrufer ist. Weil der ist ja nicht da, wenn es nicht klingelt. Genau. Also was ist jetzt? Wir haben jetzt wieder zwei Seiten, eine, die du überprüfen kannst und eine, die du nicht überprüfen kannst. Die blinden Glauben erfordert. Und das ist genau die zwei Seiten. Das ist Holofeeling und das Wissen deiner Welt, die du dir ausdenkst, mit dem du zurzeit arbeitest. Holofeeling kann jedes Kind überprüfen. Das Wissen der Welt erfordert blinden Glauben und ein ständiges Vorhersetzen. Ja. Okay, dann haben wir Kreis von Menschen, dann haben wir das Leben auf der Erde und du wirst jetzt merken, das wird jetzt genau erklärt, die große, weite Welt, die neue Welt. Das ist halt das in dem einseitig ausgelegten Sprachsystem, aber wir gehen doch mal weiter runter, du wirst dich wundern, ein ewiges Zeug, was Welt alles ist angeblich, kann man so leicht machen. Wir schauen mal die Etymologie an, das ist erst einmal Erde, Universum, die gesamte Realität. Da müssen wir uns jetzt erst einmal das Realität anschauen, real. Das hat nichts mit einer Wirklichkeit da außen zu tun, all ist Gott und der Re ist der Schlechte. Repräsiert. Auch Freund. Ja, auch der 270. Freund. 270 hat berechender Augenblick und Gott, nichts. Ja. Jetzt ist natürlich interessant, dass diese Schlecht natürlich sofort in dir wieder was auslöst, aber Shin El heißt, das logische Licht erscheint dir echt. Echt. Und echt mit Elef Aleph geschrieben ist 8. Das ist die ganze Kollektion deines Denkens. Dann habe ich Ali, mein Gott, hebräisiert, mein Nichts, fängt an was zu tun, das ist die Date. Das sind die zwei Spiegel, Spiegel hüben, Spiegel drüben und in der Mitte ist die Schöpfung hier mit der Welle drüber. Ja. Ganz einfach zu lesen, ich mache jetzt wirklich Kindergartensprache, in Wirklichkeit geht es viel, viel tiefer und darum ist es dann, dass die Welt auch das Zeitalternieren ist. Aber Zeitalternieren im Hier und Jetzt. Ja. Ganz interessant, dass ich immer wieder sage, es macht Dick-Dack. Das Wort Dick, ich habe jetzt nur das Wort Dick mit hebräischen Zeichen hingeschrieben. Ist das dann mal der Mittelste? Das ist der Mittelpunkt. Und der macht DAG. DA, das ist jetzt dein Wachraum, das Wachzimmer, die Geburt im Meer, da haben wir uns echt das doppelt aufgespannte 8. Ja. Echt. Das ist die Geburt im Meer. Ja. Und das erzeugt jetzt einen Schatten, ZL, oder die Geburt eines Jochs, etwas Hochgehobenes, das lädt, das auseinandergeschmissen wird. Ja. Und das macht deine Logik. Die Logik ist wie eine Loge. Die Loge, wenn du in einer Loge sitzt, dann meinst du bist was Besseres. Das ist jeder, der in einem Glauben, in einem einseitigen Glaubenssystem sitzt. Wir sind ja in der Loge. Wir sind die Freimaurer, wir sind die Loge, wir sind die Bessern.
Es ist aber bloß eine finstere Nische, ein Ische. Genau. Stimmt oder stimmt? Ja, das ist. Und das Kaff am Ende heißt ja dann dein, das wird jetzt nicht drinstehen, das heißt dann dein Wachraum. Deine erscheinende Schöpfung, dein Wach, deine, oder rot gelesen, dieses wache Zimmer, Z, die Geburt im Meer. Das sind aber deine Gedankenwelt. Genau. So das ist jetzt zeitalterniert. Jetzt kommen natürlich diese ganzen Vorstellungswelten und du wirst jetzt merken, wenn wir da weiter reingehen, das ist sehr, sehr interessant. Ja. Das ist wer, da kommst du jetzt wer, wir, Welt und dann kommst du zu wer über dieses, über diese große Kette, wenn du reinfährst, kommst du zu wer ist der Mann? Der Mann. Der Geist. Der Geist, genau so ist es. Der Adam. Ja. Das ist jetzt der Adam. Mhm. Besteht aus Vir, das ist dann lateinisch, VW. Jetzt wird es Bistapel, die Virtualität, das Virtuelle. Siehst du, das geht dann hier, fährt das Wirrer, kraftvoller Held, der Mann, der Held. Da kommst du jetzt dann zum Geber, zu der Potenz, wenn wir das hebraisieren. Mhm. Das führe ich dann hier auf die Weite. Aber das geht nicht kurz zum Abhandeln. Na. Die Schwierigkeit, wir waren immer bei dem Ästhetikos. Den Tageslohn ist, dein Tageslohn ist deine eigenen Wahrnehmungen, werden aber definiert von deinem, du definierst dein eigenes Schicksal. Ja, ja. Und dieses Geschwätz im Räumlichen, das ist auf der anderen Seite mit Philosophie betrieben. Da geht übrigens hier ein Stück weiter vorne auf die Politik ein, auf Platon, auf die Demokratie. Und er sagt hier von vornherein gleich, Platon, ich müsste jetzt das hersuchen, müssen wir durchgehen. Da kommt ja das Platon, die Demokratie zu Platons Zeiten war ganz schlimm. Die ist also, weil ja dann nur die Bessern, die Grundgedanke war, dass nur gefestigte Menschen, Philosophen, die nach der Weisheit suchen, die nicht Geld, Macht streben, vollkommen gleichgültig ist. Dass nur die praktisch Politik betreiben dürfen, wählen dürfen. Das findet er jetzt als Philosoph, da geht er ganz klar auch bei Aristoteles, dasselbe in Grün, ich kann nicht oft genug sagen, jeder große griechische Philosoph, den wir aus Märchenbüchern, Geschichtsbüchern kennen, ja, weist darauf hin, dass die Demokratie Arschlochkarte ist. Und das ist jetzt, dass unsere Demokratie ja vollkommen ist, weil jetzt ja jeder wählen darf. Und ich sage, das ist die größte Dummheit, wo es überhaupt gibt. Lese ich Bindu das demokratische Krankenhaus als Beispiel. Genau. Das ist dieser Haufen von Deppen, die sich dann für viel Geld dann nochmal Fachleute holen und das ist einfach nur Beschiss. Es macht keinen Sinn, dass eine Gruppe, die wir uns ausdenken, dass jeder mitbestimmen darf, auch alle die, die keine Ahnung haben. Geh doch einfach mal auf die Straße und schau dir die Masse der Menschen an, das sind Vollpfosten. Ja. Reine geistlose Konsum- und Rezidiermaschinen, wenn sie demonstrieren. Es ist egal, was du demonstrierst jetzt mit Corona. Das Thema ist doch in keinster Weise, ob jetzt da außen Corona ist oder kein Corona ist. Das Thema da außen ist immer das, was du dir ausdenkst. Ja, genau so ist es. Udo Feeling nimmt keine Partei für eine einseitige Sichtweise. Na. Die Welt ist komplett anders. Ja. Welt ist ein polarer Rand, wo du von Augenblick zu Augenblick, von Gedanke zu Gedanke, den bestehenden Gedanken zerstörst, um einen neuen Gedanken denken zu können. Das ist es ab, das läuft genauso ab wie auf einem B-LED-Schirm, auf einem Bildschirm. Ja. Und da ist all diese Einzelbilder, diese Konstrukte sind rein statisch, ohne irgendeine chronologische Bewegung auf der Datei. Ja. Es sind Facetten aus einer Datei, Puzzlestückchen aus einem Bild, die wir uns anfokussieren, nicht einmal herausnehmen. Du fokussierst dich in eine unendlich komplexe Struktur, die eigentlich sehr einfach ist, weil das Unendliche dann definitiv wieder zu nichts wird. Nichts wird, wenn man das einmal verstanden hat. Ja, ja. Es macht bloß panische Angst, weil du musst deinen jetzigen Glaubenssatz einmal, wie ich immer sage, dein Haar opfern. Ja. Das ist jede Kleinigkeit. Das ist hier, wenn wir das von vorne uns anschauen. Eine unter der Art und Weise, was sich frühere Zeiten, frühere Denker unter Erfahrung und Erkenntnis vorgestellt haben. Frühere Denker, die er sich ausdenkt, der Platon, wird das gedacht haben, was er sich denkt und er rezitiert nachgeäfftes Wissen, das man ihm erzählt hat, nicht in der Vergangenheit, sein Schwamm in Hals. Das Schwammbeispiel ist so unendlich tief und ich betone jedes Mal, wenn ich das Schwammbeispiel erzähle, das Schwämmchen, das kleine Kind, das wir uns jetzt ausdenken, das sich mit dem Umfeld, mit dem Wissen seiner Lehrer, Eltern und Erzieher, mit der Kultur vollsaugt. Dass ich sage, als Erwachsener bist du ein vollgesogener Schwamm. Und ich betone immer, das ist jetzt angepasst auf dein chronologisches Denken, an deiner Vorstellung, wie du entstanden bist, wie du zu Wissen gekommen bist. Mhm. Ja.
Ich erkläre es praktisch an Basic-Computer-Logik mit Basic. Und ich betone immer wieder, dass das Problem ist, das chronologische Denken. Du musst es wieder auf den Kopf stellen, wie beim Klingelingeling-Beispiel. Genau. Das Schwammbeispiel ist nicht, dass du ein Buch liest. Das mache ich ja nicht Bindo-Quadrat, dass ich sage, stell dir vor, alles, was du erlebst, jeden Moment, schreibst du nieder. Ja. Du schreibst praktisch ein Tagebuch. Lies dich Bindo-Quadrat sehr, sehr gewissenhaft. Ja. Die ersten Sätze. Du schreibst es nieder und am Ende, wenn du das Leben, wenn du ein Kreis geworden bist, blätterst du zurück und schaust dir das alles an, was du erlebt hast. Ja. Die Wirklichkeit sieht das so aus, dass du das Buch fertig in die Hand gedrückt bekommst und den Kugelschreiber, die Erlebnisse, die du hast, du folgst dieser Spur der Zeichen, du wirst magisch geführt wie eine Hand, die gar keinen Einfluss darauf hat, was sie schreibt. Dein Traum, den du träumst, als träumender Geist, kannst du dir nämlich nicht rausholen. Ja, so ist es. Das heißt, das Buch ist zuerst dort die Geschichte. Ja. Der Schwamm ist eigentlich schon voll. Ja. Aber den Schwamm, das ist jetzt einfach dir denken, du fängst ein Lebensbuch zum Lesen an. Das heißt, du hast im Hintergrund den Schwamm und von Seite zu Seite, von Lebensjahr zu Lebensjahr, erfährst du mehr über dieses Leben, das aber schon feststeht. Genau. In der Metapher haben wir wieder einen Fehler mit drin, dass ich jetzt eine alle einzige chronologische Spur mache. Das bin ich immer drauf eingegangen. Wenn wir es genauer machen, ist es eigentlich kein Buch beziehungsweise kein statisch durchlaufender, jetzt ausgedachter chronologischer Film von Einzelbildern, die am Anfang gleichzeitig da sind, Beroshit inmitten dieses Kopfes. Sondern es ist keine DVD, wo Einzelbilder drauf sind, die man abrastern, sondern es ist ein Videospielprogramm. Genau, ja, ja. Und jetzt wird das Ganze lebendig, weil dieses Programm auch wie ein Film läuft, wenn du das zum Spielen anfängst, aber jede Entscheidung, die du triffst, dieses Programm deine Entscheidung in ganz bestimmte Situationen bringt. Ja. Es wird jetzt interaktiv, nennt man das. Mhm. Es wird in dir interaktiv. Es fängt sich in dir in den Punkt, was zu bewegen und es sich aber nie durch Raum und Zeit bewegt. Genau. Mhm. Was ich jetzt hier erkläre, ist keine Science Fiction, das ist genau so funktionierst du, Bewusstsein und die Welt, die du träumst, die du dir ausdenkst. Mhm. Und das ist das ganz Entscheidende, ich erkläre es wirklich nur dem, der sich jetzt in diesem Moment das Gespräch anhört. Und das kannst du wieder sagen, ja, da haben sich doch das viele, schau, wenn ich jetzt da runtergehe, das Video haben sich doch 552.243 Menschen schon angeschaut. Das ist schon mal eine reine Konstrukt, da steht einfach nur eine Zahl, den Rest machst du jetzt, weil du das Aufrufe nennst. Genau. Ob sich die das wirklich angeschaut haben, ich möchte nicht wissen, wie sie da draufgeklickt haben, habe ich sofort erklärt und nach einer Sekunde wieder ausschalten, weil sie es nicht interessiert und nach 10 Sekunden ist da ein Klick gezählt. Ja. Und da sind 4.022 haben gesagt, die finden das klasse und 458 sagen, das ist schlecht. Du interpretierst doch bloß diese Zeichen. Ja. Es ist wie mit Schrift. Du wirst mit einem Symbol konfrontiert und machst eine Vorstellung draus. Du liest die Tageszeitung, du schaust Worte an und das, was für dich Ästhetik war, bis jetzt immer diese Scheiße hier, die Schönheit. Genau. Weil man dir das in der Schule beigebracht hat, die Wissenschaft, die Lehre vom Schönen. Ich habe dir gerade erklärt, dass das mit Schön eigentlich gar nichts zu tun hat. Na. So ist alles entheiligt, schon das Wort Atom. Genau. Wo die Physiker zerteilt haben bis in die Unendlichkeit. Ist ihr gutes Recht, was übrigens nichts verkehrt gelaufen ist. Ich sage nicht, dass da irgendwas verkehrt gelaufen ist. Du wirst nie von mir hören, dass was nicht wichtig ist. Aber das Erste, was du verstehen sollst, dass das Sackgassen sind. Mhm. Atomos heißt schlichtweg und einfach unteilbar. Das ist das Verrückte. Nicht spaltbar, genau genommen. Genau. Mhm. Das Ganze, wenn wir ins Altgriechische reingehen. Mhm. Und hier nur Vorlesungen, hier zu rezitieren, da kann ich immer sagen, du kannst dir einen historischen Menschen nur ausdenken, wenn der auf deinen Schwamminhalt drauf ist, auf deinem Programm drauf ist. Genau. Du wirst niemals, wenn du dir jetzt, wir machen eine ganz normale Filmdatei, wir sagen jetzt einen ganz normalen Film, wenn auf dieser Datei kein rotes Auto drauf ist, wird auch auf dem Bildschirm, während du den Film anschaust, kein rotes Auto auftauchen. Ja. Das ist eine ganz einfache Metapher. Du musst erst einmal dir bewusst machen, die Kausalität umdrehen. Du stehst, du Geist, weil du etwas Nicht-Existierendes bist. Du stehst vor allem, was du dir ausdenkst. Und wenn du dir was ausdenkst, ist es eine Gedankenwelle und die Daumen zerst einmal in These und Antithese. Mhm. Das wäre jetzt ein ausgedachter Denker, der sich eine Welt ausdenkt. Ja. Dann ist der Denker das Subjekt, ich bin auf den Schluss, wo wir gerade angehört haben,
Und die Welt oder die Dinge, die er sich ausdenkt, sind Objekte. Aber ein ausgedachtes Subjekt, sobald du dir das ausdenkst, auch ein Objekt. Jedes Subjekt ist in dem Moment ein Objekt von einem wirklich tiefer liegenden Subjekt. Ein ausgedachter Denker ist nämlich ein Gedanke von jemandem, der sich den Denker ausdenkt. Wenn wir das einmal gecheckt haben, da muss jetzt erst einmal einer da sein, wer, da muss wer, denk an Wolf, an wer? Ja, ja. An Mann. Da muss erst einmal wer da sein, ein doppelt aufgespannter Erwachter. Ja. Das ist der Adam, der sich einen Denker ausdenkt. Aber sobald wir uns den jetzt denken, diesen Mann, den ich jetzt rot schreibe, muss einer da sein, der sich einen nicht existierenden roten Geist ausdenkt, der sich einen Denker ausdenkt. Immer eine Stufe. In dem Bereich, wo du eigentlich zu Hause bist, daheim bist, da rot gelesen, geschlossene Schöpfung ist Hayom, das ist es Meer ohne Gedankenwelt. Aber das funktioniert ja nicht. Du kannst ein Meer mit einer spiegelglatten Oberfläche, gibt es nicht. Das ist in die Symbole, weil da immer der Ruach reinfährt, der Wind. Und der die Wellen aufschmeißt. Das sind die vier Weltgegenden und das sind die vier Seiten von unserem Einheitskreis. Es wird Physik. Ja. Zu sagen, da komme ich nie mit, spielt überhaupt keine Rolle. Ich sage, ich muss du nicht wissen. Es reicht, wenn du weißt, dass du sagst, ich träume jetzt und alles, was ich mir denke, denke ich aufgrund meines Wissens, das ich in mir trage. Ja. Aber es ist auch noch unendlich viel anderes Wissen in mir drin, von dem, wo ich sage, das kenne ich nicht, das weiß ich nicht. Ja. Wenn er jetzt, wenn du dir diesen Vortrag, die Mühe machst, diesen Vortrag dir anzuhören, wirst du die Worte, die Geräusche wieder einseitig interpretieren, wirst ihn vielleicht bewundern. Und ich sage jetzt, es ist einfach nur Affe, der nachäfft. Und wenn ich jetzt, wenn wir das Wort für Wort durchgehen, werde ich dir sagen, es stimmt alles, was er sagt. Das ist aber ungefähr so, wie wenn einer sagt, der Auto ist ein Kabelstecker oder ein Benzinschlauch. Ja. Er hat ein bisschen recht, bloß von dem Ganzen. Du merkst dann am Schluss, er kommt dann voll in die moderne Philosophie rein und er spricht frei, denke ich mir jetzt aus, kann der Pixelmännchen frei sprechen, kann der Lautsprecher frei sprechen. Du musst dir nur jeden Moment bewusst machen, was ist jetzt wirklich da. Ja. Immer mein Lieblingswort zur Zeit, wenn du in so eine Hirnwichserei reingehst. Da kommt irgendein Gedanke, kommt in den Sinn aus dir und dann fängst du an, hier den Gedanken aufzubauschen. Ja. Beim Spazierengehen, wenn du jetzt in ein Lokal reinschaust, ist es nichts los, die Geschäfte sind wieder zu, dann machst du ein Geld und dann verdiene ja nichts, das wird auf den Konkurs gegeben. Das ist eine Hirnwichserei in Maßsetzung einer Logik, die dir diese Gedanken zwanghaft aufdenkt. Immer Reizauslöser, Reaktion, sind wir in die letzten Selbstgespräche darauf eingegangen. Jede Reaktion ist zwangsläufig wieder ein Reizauslöser für den nächsten Gedanken. Das geht Hand in Hand, wie man das sagt. Hand in Hand ist Idee, die Hand, intellektuelle Öffnung folgt auf intellektuelle Öffnung. Ja. Das heißt, was für eine Vorstellung Sie von Ihrem eigenen Erkenntnisapparat haben im Gehirn? Siehst du, da geht schon los. Tiefgläubiger Materialist. Was für eine Vorstellung hast du von deinem Erkenntnisapparat im Gehirn? Dass hier hundertprozentig sicher das Gehirn, das ich mir zuspreche, erst in dem Moment in meinem Kopf drin ist, in dem Moment, wo ich mir in den jetzt ausgedachten blauen Kopf ein Gehirn reindenke. Aber dass weder das Gehirn noch der Kopf existiert, wenn ich nicht dran denke. Das ist dieses Umdrehen der Kausalität. Man setzt etwas aufgrund einer Logik, was du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Du kannst nicht überprüfen, ob ein Gehirn in deinem Kopf existiert oder ob dein Kopf existiert, wenn du nicht dran denkst, weil die Frage beantwortet sich von selbst, wenn du an was nicht denkst, existiert es auch nicht. Ganz einfach. Es ist wirklich so einfach. Ja. Diese Trugschlüsse, die du machst, mein wunderschönes Beispiel, tausende Male wiederhole ich, zeichne ein Quadrat mit drei Strichen. Genau. Da wird jeder normale Mensch zuerst einmal sagen, unmöglich, geht nicht, der Quadrat hat vier Striche. Sag ich, stimmt, selbst diese Aussage ist richtig, aber das war ja nicht die Frage. Ich sage, du sollst ein Quadrat mit drei Strichen zeichnen. Ja. Nicht, dass das Quadrat nicht aus drei Strichen besteht, auf der du wohl logisch sein, oder? Wenn das ein Vierseiter ist. Ja. Und dann schauen immer die Leute und dann sehen die das als einen Witz. Dein ganzes Leben ist ein einziger Witz und du hast die Börnde nicht verstanden. Nämlich, dass da mal die Börnde, den Punkt, der du selbst bist, aus dem alles entspringt. Und was Sie aufgrund der Beschreibung dieses Erkenntnisapparates im Gehirn für eine Vorstellung davon hatten, wie die Welt draußen beschaffen ist? DR außen. DR, die geöffnete Berechnung, DR heißt Generation, AOB, die Schöpfung einer aufgespannten Polarität, hebräisiert die Beschwörungskunst. Und zwar von toten Geistern. So viele ausgedachte Geister. Blaue Geister sind keine Geister, das sind geistlose Chips, das sind Gehirne. Qi, ein Computerchip. Qi heißt Leben. Ja. Das
Das heißt, es geht in diesem Frage um eine Korrespondenz. Woher wissen Sie, wenn Sie aus dem Fenster gucken, dass dieses Gebäude, was da draußen steht, ein real existierendes Gebäude ist, aus Backstein, dass es Fenster besitzt und vieles dergleichen mehr? Sie werden wahrscheinlich sagen, das ist eine unglaublich profane Frage, aber Sie werden merken, es wird kompliziert. Das ist ja das Spannende an der Philosophie. Sie werden mit Fragen konfrontiert, die Sie sich selbst... Träumt ein träumender Geist, schaut ja aus den Augen heraus irgendwas anderes als in ihn drin. Ich sage, selbst der Materialismus schreibt ihm mit diesem Gehirn Wahnsinn vor, es muss prinzipiell in dir drin sein, sonst kannst du sowieso nicht wahrnehmen. Du sagst so, es muss in meinem Gehirn drin sein, dem du aber in der Regel niemals denkst. Genau. Es ist alles Axiome. Theorien und Axiome. Und alle deine Lehrer und alle deine Professor, die du dir ausdenkst, haben Schwamminhalt. Und denn ihr Schwamminhalt wird zu deinem Schwamminhalt. Mhm. Und das ist die Falle. Und dann hängst du in einem Gefängnis fest. Und der Geist muss sich irgendwann einmal drüber erheben. Und dieses Erheben ist eben in die Nulllinie gehen. Ist kein intellektueller Akt. Es ist ein Bewusstseinsakt. Ja. Ich sage immer wieder, diese Selbsterkenntnis, was man selbst ist, hat nichts mit intellektuellem Wissen zu tun. Nein. Aber das intellektuelle Wissen erzeugt Vorstellungen. Vorstellungen, die aber letztendlich, jede Vorstellung von dir ist deine Information, die du vor dich hinstellst. Natürlich nur gedanklich, die verlässt dich nicht. So wenig, wie ich immer sage, wie die Wellen das Meer verlassen können. Die Gedanken können einen Denker nicht verlassen, egal wo du dir jetzt an Gedanken hindenkst, der ist hier und jetzt in deinem Kopf. Lass uns doch jetzt mal an die Sonne oder an den Mars denken. Und wenn du jetzt der Vergangenheit denkst, denkst du sie auch jetzt. Das, was du jetzt denkst, ist jetzt und nicht in der Vergangenheit. Das ist hundertprozentig Fakt. Das ist ein Faktum, eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache, dass alles, was du denkst, in dem Moment entsteht, wo du es denkst. Wieder, du stellst und hebst es ins Gegenteil. Mit dem nächsten Gedanken löst sich das nämlich wieder auf. Entstehen heißt es, das Aufheben des Stehenden, weil du dich selbst in Bewegung setzt. Aber diese Bewegung geht nicht von A nach B. Nein. Und die benötigt auch keine Zeit im ewigen Hier und Jetzt. Und da musst du mit Lichtgeschwindigkeit denken, dass du zwangsläufig magst, weil du Licht bist. Das ist wie, wenn ich jetzt immer dann sage, wenn wir in die Esoterik gehen, die sich von Lichtnahrung ernähren. Wenn du das glaubst, funktioniert das. Das Thema hat man schon zigfach vor jetzt ausgedachten vielen Jahren, Helene. Ja. Aber das ist diese ganzen Esos, die das dann auch wirklich machen, denke ich mir jetzt aus. Ich spreche das jetzt welche, ich denke mir jetzt welche aus, die das wirklich ausprobieren. Ich sage, du könntest das, wenn du den Charakter, den Willen dazu hast, kannst du das ohne Probleme machen, dass du hier versuchst. Das sind nur die ersten 4-5 Wochen sind schlimm. Genau. Und dann ist es wirklich problemlos, dass du nichts mehr essen musst. Außer du hast den Glauben in dir, dass es unmöglich ist, dann wirst du es nie schaffen. Es ist immer eine Frage des stochastischen Denkens. Will ich es wirklich erreichen oder will ich es nicht erreichen? Muss natürlich eine Grundanlage da sein. Wo ich sage, beim Klavierspielen, jeder Mensch kann Klavierspielen lernen. Es wird aber nicht jeder ein Meister. Selbst wenn er noch so viel übt, wird er kein Meister, wenn er die Veranlagung nicht hat. Ja. Das ist eben diese Spezialisierung in der Tierchen. Aber was mir jetzt wichtig ist, der Wahn, in den du dich reinschaukelst mit dem Zeug, ist, dass du sagst, ich ernähre mich ja von Licht. Aber du glaubst immer noch, ein sterblicher Trockennasenaffe zu sein. Ich bin das Licht. Du bist das Licht. Rot gelesen. Das ist der feine Unterschied. Du bist die Lampe im Projektor. Ja. Und nicht irgendein Schatten auf der Leinwand, der aufgrund einer Maske einer Persona nach außen projiziert wird. Woher weiß ich, wenn ich durch meine Augen nach außen schaue? Du schaust durch deine B-Ecken die Augen nicht nach außen, sondern du schaust in der Tetraede, in der Zahnstruktur hinein, in der Arithmetische. Ja. Und schaust dich durch die Visionen, denkst du dich in einen ganz, ganz kleinen Blickwinkel rein. Das wird dann hier realisiert. Aber re im Lateinischen ist ja auch wieder das Zurückkehren ins Nichts. Real heißt eigentlich nichts anderes wie Universum, wenn man es genau nimmt. Ja, ja. Weil das All ist das Uni, das Eine, das Nichts, das allumfassende Eine, das durch die Visionen 1 durch 1, 1 durch 2, 1 durch 1 in unendlich viele Facetten Stücke zerstreut wird. Gestellt haben und die auf eine unglaublich komplizierte Art und Weise beurteilt werden und feiner analysiert werden und noch feiner und noch mehr zerdacht werden und dann ist ein unteilbares Atom und ich frage mich, aus was besteht das? Und dann lande ich plötzlich bei Protonen und Elektronen und Neutronen und dann frage ich mich, aus was besteht das Elektron? Dann muss ja auch hier
beim Elektron ein Positron da sein. Wir sind wieder bei unseren Plus-Minus-Wellen. Und dann werden da Quarks draus, Up-Quarks und Down-Quarks. Und jeder, der dir das erzählt, labert nach und stellt sich das vor. Zeig's mir. Zeig mir die Erdkugel. Ja. Ein Beispiel habe ich vor 30 Jahren hier und jetzt als junger Busch, habe ich die Leute gesagt, zeig mir die Erdkugel. Genau. Und dann kommen wir es mit Büchern und das weiß doch jedes Kind. Ich sage, warum weiß das jedes Kind? Weil du es glaubst. Weil man es so programmiert hat. Ja. So wie man dich programmiert hat. Du spiegelst doch immer bloß dein eigenes Wissen. Zeig mir die Erdkugel. Du weißt, wenn ich dann sage, ja, die Astronauten, was ist ein Astronaut jetzt? Auch ein Gedanke, hast du schon mal mit einem Astronauten unterhalten? Selbst wenn du dich mit einem unterhältst, ist das kein Beweis. Ja. Hast es du gesehen, kannst es du beschwören. Genau. Und alles, was du glaubst, kannst du materialisieren. Du kannst da aus den Corona-Epidemien materialisieren. Es gibt das Wissen, das du benutzt, das du dir aus dem Internet, aus Gott herausholst, diese wenigen Seiten. Ja. Es gibt keine Seite, die keine Perspektive, die du mir zeigst, wo ich dir nicht der Gegenwart zeige. Genau so ist. Und die Figuren in deinem Traum sind Spiegelbilder von dir selber, dass die eine Seite Henkel rechts, Henkel links, der anderen Seite ihre eigene Fehlerhaftigkeit vorwirft. Ja. Jetzt zur Zeit ganz, ganz massiv, wenn du gehst, jetzt immer wieder die offizielle Presse und diese wahnsinnigen Verschwörungstheoretiker. Mhm. Wenn wir das ganz neutral betrachten, woher haben die für Verschwörungstheoretiker ihr Wissen? Aus den Internetseiten, aus irgendwelchen Internetseiten, die sie noch blabbern. Mhm. Und woher hat die offizielle Presse ihr Wissen, die Nachrichtensprecher? Von der Nachrichtenagentur Reuters. Ich sage jetzt nichts von Illuminaten, darum geht es gar nicht. Das Thema ist, dass die einen wie die anderen blind etwas glauben, was sie von Hörensagen kennen und ihren Köpfen verwirklichen. Und wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Jawohl. Für dich, in deiner Welt, die du träumst, ist das da außen, was du glaubst. Ja. Aber die eigentliche, wirklich hier und jetzt wahrgenommene Welt besteht aus ständig wechselnden Bildern, ein Riesengemisch von feinstofflichen und sinnlich wahrgenommenen Informationen. Ja. Und alles, was du sinnlich wahrnimmst, optisch ist auf einer VR-Brille, da außen ist nichts. Mhm. Das sind die Augen. Becken. Nur gespiegelt, wieder gespiegelt. Mhm. Habe ich da Sensoren, die von außen von Lichtstrahlen angerichtet werden, oder habe ich Lämpchen wie auf einem Monitor, die von innen von dem Computerchip, den ich Gehirn nenne, angesteuert werden? Aber es bleiben nur flackernde Lämpchen, es bleiben Triplets. Ja. In einer Farbmischung. Und dieser ständige Wechsel im Jetzt. Die Bilder wechseln immer jetzt aus, also bewegen sie sich mit Lichtgeschwindigkeit. Sind nur Facetten aus einer tiefer liegenden Datei, wo alles gleichzeitig ist. Ja. Da gehen auch keine Schalter auf und zu, wenn ich mir jetzt einen Computerchip nehme, wenn man meint, diese statische Struktur ist schlichtweg und einfach, ist einfach nur ein Konstrukt von Einsen und Nullen, die kann ich auch einen Schalter an- oder ausmachen. Die werden nicht auf und zu gemacht. Beim Umprogrammieren kann ich das machen. Aber ansonsten, wenn das Ding abgespielt wird, dann ist das vollkommen statisch. Ja. Mhm. Was bewegt sich eigentlich, wenn du jetzt dein Handy nimmst und du schaust auf dem Handy einen Film an? Was bewegt sich da? Wieder nur was Ausgedachtes. Irgendwelche Elektronen, die durch Leitungen durchrauschen? Ja. Also hat das schon jemals einer gesehen? Ja. Weißt du, die Ironie, wenn man... Du musst dir einfach bewusst machen, wie zwanghaft dir dein Verstand, dein Zweiter in dir, dein eigenes Ego sich mit aller Gewalt verteidigt. Dieses Gefängnis, altes Beispiel aus Offenbarungsbuch, dieses Gefängnis, wo jeder eingesperrt ist, der keine eigene Meinung hat. Ja. Ein Gefängnis, wo die Türen offen sind, du könntest raus. Du müsstest bloß von diesen einseitigen Lügen, Selbstlügen loslassen. Genau. Aber wer will schon unlogisch werden? Und ich sage, ist es, wenn ich mit einer höheren, höherwertigen Logik, einer allumfassenden Logik arbeite, bin ich dann unlogisch oder erweitere ich meine Logik? Genau. Von Basic-Betriebssystemen sind Windows-Daten vollkommen unlogisch. Das ist das einfache Beispiel. Mhm. Mhm. Wenn ich jetzt Geist bin, dann muss ich sagen, stimmt eigentlich. Mhm. Und es tut weh, es tut extrem weh, unlogisch zu werden. Mhm. Ja. Aber eine höherwertige Logik ist eigentlich nicht unlogisch. Das ist die Sache, wenn ich den Buchstaben H zu dem Wort Haus mache. Ja. Das passiert mit Holofeeling, dass man an dem Bestehen wissen, was die Song überhaupt nichts verändert. Wir vervollkommen den bloß. Wir weisen mit Holofeeling darauf hin, dass er sich jetzt an Platon und an Sokrates ausdenkt und alles, was er den Menschen, die er sich jetzt denkt, zuspricht. Er erschafft doch durch Denken an Platon und an Sokrates und er bestimmt, dass der das gedacht hat und gesagt hat und der das gesagt hat und
gedacht hat. Aber der Witz ist, es gibt keinen einzigen Geist hier und jetzt als Trockennasenaffen, den du dir ausdenkst, vielleicht einen allereinzigen. Der weiß, wie es wirklich war. Genau. Was war jetzt? Weil alles jetzt ist. Jetzt. Und hier. Am Ende werden Sie entweder verwirrt sein oder eine sehr viel reflektiertere Vorstellung von Wirklichkeit haben, als Sie sie bislang haben. Das ist auch immer wieder so, die Wirklichkeit und die Wahrheit. Es geht eigentlich, wenn die Wirklichkeit sprechen, sagen sie Wahrheiten. Ja. Und eine Wahrnehmungseinheit, etwas Wahrgenommenes, WA, Schöpfung, eine doppelt aufgespannte Schöpfung, HR ist eine wahrgenommene Berechnung. Genau. Und depreisiert HR, wie es man ist, der Berg. Wenn ich das deutsche Wort Berg wieder rückübersetzen tue, dann heißt es im erweckten Geist. Genau. Wohlgemerkt im erweckten Geist. Es gibt auch einen erweckten Geist. Die 8 ist die weibliche 1, das ist dein komplettes Programm. Ja. Wenn du dein Programm durchschaut hast, bist du ein erwachter Geist. Dann hast du das Buch zu Ende gelesen, aber dann weißt du, das sind noch viele andere Bücher. Mhm. Denn führe dich in den Trugschluss der Asiaten, wo ich immer wieder darauf hinweise, die sich in die Stille meditieren wollen. Das Lebensziel ist doch nicht, wenn du in einer riesen, maximal moderne, in einer riesengroßen Videothek stehst oder in einer Bibliothek stehst, ist doch nicht das Lebensziel, dass du sagst, hoffentlich muss ich kein neues Buch mehr lesen, muss ich keinen neuen Film mehr anschauen, wenn der Film zu Ende ist. Das entlarvt hier das ganze asiatische System, wo man das anstrebt, zu einer absoluten Geistlosigkeit. Ja. Ich sage auch, bin gespannt, ich freue mich auf den nächsten Film. Genau. Ich bin aber das Kino, in dem der Film läuft, ich bin der Geist. Dieses Licht, die Lampe im Projektor, wo ich je nach Programm, je nach blauen Ich, je nach Buch immer wieder neue Perspektiven und neue Leben erleben darf, wie ein Schauspieler auf der Bühne. Ja. Yeah. Ich will nicht immer bloß in Guten spielen. Ich will mal zeigen, wie gut ich ein Schauspieler bin. Ich will mal einen Massenmörder spielen oder einen Bösen spielen. Mm. Du wirst alle Rollen spielen. In jedem Film gibt es in der Regel, gibt es natürlich viele Ausnahmen, einen Protagonisten und alles drumherum, das ist die Hauptrolle. Mm. Der, der jetzt vom Computer sitzt, ist der Protagonist des jetzigen Traums. Es ist die erste Hauptrolle, der erste Schauspieler, aus der Perspektive sich alles von ihm aus gesehen abspielt durch seine Maske. Und er ist der Regisseur. Hast du ja auch Regisseur. Und alles andere sind Antagonisten. Gegenüberstehende. Ja. Und natürlich ist nicht das erste das Ziel, sondern das zweite das Ziel. Und wir hoffen, dass wir das einigermaßen mit vereinten Kräften hinbekommen. Natürlich mit Ihrer Hilfe. Sie haben übrigens zwei Formen. Sich mit Platon und Aristoteles zu beschäftigen, heißt mit dem Beginn der modernen Philosophie sich auseinanderzusetzen. Es gibt eine Form. Immer dran denken, modern und modern. Ich spreche es nur anders aus. Alle Wahrheiten von heute sind die Dummheiten, wo man morgen drüber lächelt. Ja. Weil sie unvollkommen sind. Ja. Aber es sind wichtige Bestandteile des heiligen Ganzen. Mhm. Das ist der Unterschied bei Holofilien. Da wird nicht irgendwas als falsch weggeschmissen, sondern die Puzzlestücke werden aneinandergelegt und es wird was vollkommen Neues draus gemacht. Wie ich aus einem Kreis und einer Dreieck eine höhere Ebene einen Kegel erzeugen kann. Genau. Das ist übrigens auch so eine Sache, wenn wir jetzt hier ins Teilchen-Wellen-Phänomen reingehen, dass ich immer wieder sage, wenn wir jetzt zum Beispiel hier in der Etymologie uns einmal die Welle anschauen, lass dich da mal überraschen, wenn wir Welle eingehen, da passiert schon was ganz Eigenartiges, wo der normale Mensch stutzt, weil das sind zwei verschiedene Wellen, schau. Naja. Die erste Welle ist klar, sich fortpflanzende, auf- und abgehende Bewegung der Wasseroberfläche. Das ist natürlich hier OBR, das kreisende Polar erweckte, ja. Ist eben, dass das immer wieder dieses Auf und Ab ist nicht chronologisch. Die Longitudinalwellen sind schon ein raumzeitliches Konstrukt, etwas Ausgedachtes. In Wirklichkeit sind es Transversalwellen. Ja, so. Wellenförmig eine Schwingung, schwach. Die Logik ist doppelt aufgespannt. Ja. Da haben wir unser W, wenn ich es immer so mache. Ja, Und jetzt ist es so, was ist die Welle 2? Gehen wir da ganz kurz rein in die Etymologie. Und du hast jetzt hier schon die Welle 2, ein zylindrischer Körper. Ja, ja, deine Welle. Wenn man eine Welle dreht, aber was hier noch ganz, ist ein Maschinendall. Teil. Da gehen jetzt die Drehmomente schon, ganz interessant. Zu über dir ist DRA eine Reihe von Drehmomenten. MOM, M-O-M, kreisende 2.
Diese Mom sind die Fehler. Das ist es ausgedacht jetzt. Flecken. Die Grimm-Momente. Da ist jetzt ein SD-Up-förmiges, ich sage mal ein SD-Eckenförmiges Maschinenteil. Ja. Zur Übertragung. Jetzt ist es natürlich interessant, pass auf, wo wir hier müssen, ein Zylinder, und jetzt machen wir das einmal, das ist Zylinder, was ist eigentlich ein Zylinder? Wir schauen mal einen Zylinder an. Ja. Aber wieder Hut sein. Deine Form, ja. Du wirst dich jetzt wundern. Ein Körper, dessen Gehrundfläche, Deckfläche, siehst du, da haben wir schon den Kegel. Wir haben eine Rundfläche und eine Deckfläche. Eine geöffnete Runde und eine geöffnete Ecke. Ja. Ist verrückt, ne? Ja, ne? Ist auch ganz einfach, das ist ein Kreis und das ist ein Dreieck. Das ist ein Dreieck. Von kongruenten, krummlinig begrenzten Flächen gebildet werden. Ja, ja. Sehr komplex ausgedacht, aber es ist schlichtweg und einfach, jetzt denke ich einfach von einem Motor. Motor. Denkst du an einen Zylinder? Was passiert in den Zylinder? Da in den Zylinder ist ein Kolb. Schau, das ist ein Non. Das ist ein Zylinder. Genau. Das ist praktisch ein rundes Ding. Ja. Begrenzt. Oben. Da ist ein Kolben drin. Kaol heißt wie ein Joch, hochgehoben. Existenz. Existenz, genau. Mhm. Jetzt sind wir bei unserem OND. Ein Auf- und Abschwingen. Das spielt sich einen Zylinder ab. Darum ist eigentlich die Grund, da kommt auch der Zyklus her. Ja. Schau her. Ja, ja. Da kriegen wir jetzt die Rolle. Die Rolle führt dich jetzt zum Volumen. Genau. Das ist doch Kreisen, Rollen. Mhm. Unendlich. Es ist, dieses System ist nicht zufällig aus unartikulierten Tierlauten entstanden. Siehst du, hast jetzt Quile ist der Becher, das ist wie ein Zylinder, wie ein Becher, wenn da steht. Der Maskruch, denk, der Maskruch sieht aus wie ein Liter, sieht aus wie ein Zylinder mit 1000 Kubik. Ja. Das Wälzen, das sich umherdummeln. Doppelt aufgespannter Gott. Ja. Zentförmig. Die Geburt von Existenz. Sehr. Nimmt eine Form an, die Form des göttlichen Geistes. Die Rolle, wie gesagt, ist dann das Volumen, ein Wälzen, ein Rollen und so weiter und so weiter. Das ist ein Prinzip, das sehr, sehr einfach ist. Was das große Wunder ist, ist schlichtweg und einfach, dass die Welt ganz anders funktioniert, wie das hier in diesem Geschwätz dir klargelegt wird. Das ist immer auch bei den großen Philosophen, die wann das gedacht haben, was du dir denkst. Es ist immer nachgeplappertes Wissen. Jeder plappert jeden nach. Jeder erzeugt einseitige Vorstellungen aus Worten, weil sich keiner dieser Heiligkeit bewusst ist. Es gab schon Philosophen vor Platon und Aristoteles. Es gab natürlich schon vor Platon und Aristoteles. Es wird immer so sein, wie du dir das denkst. Aber all das ist jetzt, hier und jetzt in den Kopf des Denkers. In deinem Kopf. In meinem Kopf. In jedem flachen Kopf kann nichts drin sein, weil das bloß eine Fläche ist. Na. Das heißt, du denkst dir dort zuerst einmal aufgrund dieses Pixel-Arrangement, denkst du dir jetzt auch einen aus. Ich sage immer wieder, mach dir einfach bewusst, was hundertprozentig sicher ist. Auch ist hundertprozentig sicher. Es wird vollkommen dessen, was dir logisch erscheint. Ja. Aber deine Logik ist Logik. Wir unter Philosophie heute verstehen, geht doch sehr, sehr weit auf die Vorstellungen von Platon und Aristoteles zurück. Das Wort Philosophie bedeutet, wie Sie alle wissen werden, die Liebe zur Weisheit. Die griechische Vorsilbe Philos bezeichnet das Lieben und Sophie ist die Weisheit, Sophia. Spannende Geschichte dabei ist, ihm begegnet natürlich eine ähnliche Konstruktion in vielen anderen Worten. Der Philatelist liebt seine Briefmarken. Ja. Philippos liebt die Pferde. Ja. Das sind sozusagen genau der gleiche Wortstamm, aber es gibt einen Unterschied. Und zwar einen ganz bezeichnenden Unterschied, weil der Charakter dieser Liebe bei der Philosophie ein anderer ist als Philipp, der die Pferde liebt. Und der Unterschied. Charakter ist. Das eingeprägte hebräische Abi, das schöpferische Wissen deines Intellekts, bezieht sich immer auf irgendwelche Objekte und Gegenstände. Auf Wissen, auf ein ganz bestimmtes Wissenselement. Sobald ich irgendetwas Interesse von Interesse ist, das heißt ja inneres Sein, wir können ja innere
Esse hebraisiert übrigens heißt dein Tun, Machen, Handeln, weil das, was von in der Esse ist, dieses innere Sein, das in dir zu existieren beginnt, ohne dich zu verlassen, auch wenn du dir es ausdenkst, kann es nicht aus dir raus. Mhm. So wenig wie jetzt meine Winger Osterhase oder grünes Massenmännchen irgendwo da außen oder in der Vergangenheit war oder ist. Es ist einfach nur eine Information. Und das, was für dich von in der Esse ist, wo du das blaue Licht. Blaue Liebe ist immer eine Selektion. Genau. Von den unendlich vielen Möglichkeiten, die du denken, die du lieben kannst, sagst du, das liebe ich, das ist meine Leidenschaft. Wissen, all diese Wissenselemente zusammengefasst, all die Schatten zusammengefasst auf der Leinwand sind das weiße Licht, das ist die Weisheit. Die Weisheit. So ein bisschen in der Physik, ja, das weiße Licht besteht praktisch aus allen Farbfrequenzen gleichzeitig, auch aus den höheren und tiefer liegenden Frequenzen, die nicht mehr sichtbar sind auf der Farbbrille, darstellbar sind. Genau. Liebhaberei bedeutet eigentlich im Regelfall, sich mit etwas auszukennen. Das heißt, Philipp ist quasi der Pferdekenner. Der Philatelist ist der Briefmarkenkenner. Der Philosoph in der Definition von Platon ist nicht der Weisheitskenner, sondern der Weisheitssuchende. Ein großer. Das ist aber das Problem, du suchst etwas, wenn du die Weisheit suchst, was du schon bist. Das macht dich blind. Ich habe irgendwo, wenn ich bin, da habe ich die Sache, wenn man unter Stress ist, dass man nicht aufpasst, ist ein Brillenträger und man muss weg. Jeder Brillenträger, denke ich mir jetzt aus, hat ja schon mal die Situation, dass er seine Brille gesucht hat, obwohl er sie auf der Nase hat. Ja. Ja. Das ist genau der Zustand. Du suchst nach etwas, was du schon bist. Du musst nur akzeptieren, dass du immer bist. Ja. Du bist immer. Dein ganzes Leben warst du immer derselbe Geist, egal an was du gedacht hast. Jetzt, wenn ich schon sage, grammatikalisch, an was du gedacht hast, du hast nie in der Vergangenheit was gedacht, weil alles, was du denkst, denkst du jetzt. Genau. Es geht letztendlich einzig, es dreht sich um dich herum, was sich immer nur jetzt ist und das nur jetzt sein kann und das zu akzeptieren, immer sich bewusst machen, was bin ich und was sind meine Gedanken. Und jetzt aber gleich wieder sagen, wenn ich mich schon frage, was bin ich, erwarte ich schon wieder einen Gedanken, der mir diese Frage beantwortet. Ja. Ich bin aber etwas, was gar nicht gedacht werden kann, sonst wäre ich ja nicht immer. Ja. Was Denken erzeugt, sind Gedankenwillen. DN, eine geöffnete Existenz, ist Ken, darum heißt es Fundament. Das Ken auf Hebräisch, Ken, wie eine Existenz. Und das lateinische Wort Fundament, Funda, sind wir so oft darauf eingegangen, Mendio heißt etwas überlegen, Gedankenwillen und Lügen verbreiten. Das ist dann die Longitudinale. Ja. Das sind die sogenannten raumzeitlichen Willen. Da kommen nämlich jetzt Strecke und Zeit ins Spiel. Genau. Die es in deinem Kopf überhaupt nicht gibt. Na. Einzig immer nur als Vorstellung. Immer wieder, egal wo du dir was hindenkst, wenn du das bewirfst, sage ich das. Ich denke mir jetzt Zürich aus und ich denke mir Wien aus. Aber wo ist Zürich und wo ist Wien? Hier. Ich denke mir jetzt Neandertaler aus. Wann werden die gedacht? Wann existieren die jetzt? Jetzt. Jetzt frage ich dich, was ist da so schwer dran zu verstehen? Na. Was hindert dich, das zu akzeptieren, was jetzt hundertprozentig sicher von dir nachvollzogen werden kann? Genau. Weil dich das zu nichts macht. Zum Verantwortlichen für alles, was du dir ausdenkst. Genau. Corona, die Kriege, die Motte, die Boshaftigkeiten um Grieche, diese Millionen und Abermillionen von sterblichen Trockennasenaffen, die umgebracht wurden in religiösen Kriegen, das unendliche Leid, das Religionen einseitige Glaubenssysteme über die Menschen gebracht haben, und Glaubenssysteme ist wurscht, ob das politische oder religiöse Glaubenssysteme sind. Es ist ein einziger Kampf um Rechthaberei. Genau. Ja. Und wer ist dran schuld? Ich nehme alle Schuld auf mich. Dann bist du ich. Mhm. Aber was jetzt der Witz ist, wie sieht es aus, wenn ich plötzlich sage, ich bin in einer Bibliothek und es sind nur Geschichten, es sind Märchengeschichten, ja, zur Unterhaltung, lehrreiche Märchengeschichten. Und die Sachen existieren ja gar nicht, wenn ich sie nicht denke. Und wenn ich sie denke, sind es ja nur Gedanken, es sind ja nur Vorstellungen, die ich aus mir heraus denke. Ups. Ups. Ja. Gedanken müssen nicht leiden. Leiden tut nur der Geist, den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Ein ganz einfacher Satz. Frag dich, wieso du es immer wieder vergisst. Mhm. Erinnere dich, wo ich gesagt habe, hier in unserer Geschichte jetzt, du träumender Geist, spielst als Protagonist die Helene.
Ja. Hast ein wundervolles, lehrreiches Leben mit deinen Doni gehabt. Ja. Jetzt kommst du in das Alter, wo ich dir den Doni zurückgegeben habe. Das heißt, ich habe den nicht weggenommen, der ist ja weg, vorgestellt, ausgedacht. Solange du ihn dir ausdenkst, wenn du ihn besitzen willst, musst du ihn dir ausdenken. Wenn du ihn nicht denkst, bist du Geist eins mit ihm. Ja. Der Doni hat es hinter sich. Das Spiel mache ich ja mit dem Doni jetzt auch. Ich habe dir gesagt, in Doni seiner Welt ist die Helene gestorben. Ja. Du kannst aber nur jetzt die Helene-Welt erleben. Mhm. Im Doni ist es nur gespiegelt. Im Doni seiner Welt ist die Helene gestorben. Dann erzähle ich in seiner Welt dasselbe als Protagonist. Ja. Und es ist es, dass du irgendwann einmal auch hier loslassen musst, dass was Neues kommt. Aber der Witz ist, die Schwierigkeit ist nicht der Doni in deinem Leben. Du wirst irgendwann einmal von der Helene loslassen müssen. Dass, wenn du an dich denkst, nicht mehr an die Helene denkst. Ja. Dann wiederholt die sich ja immer wieder, weil die immer noch, du bist ja immer noch auf der Bühne, spitzt die Rolle, was auch vollkommen okay ist. Auf dieser Ebene, als Schauspieler kannst du da, hast du überhaupt keinen Einfluss drauf. Genau. Du kannst es nur geschehen lassen. Ja, ja. Aber du wirst dir selbst gegenüber das, was du ein Leben lang zu sein geglaubt hast, es wird immer gleichgültiger, weil du begreifst, dass dein Körper nicht diese Person ist, diese Maske ist, sondern die ganze Traumwelt. Ja. Der wird viel vielfältiger. Genau. Der Mensch, wie innen so außen, ist eine komplette Welt. Das kannst du über die Sprache genau analysieren, wenn du das merkst, wenn ich dir was erzähle. Es sind diese Divisionen und dann wird dein Überblick wesentlich chatmäßiger. Die rote Liebe ist so allumfassend. Ja. Und ich sage immer wieder, du musst nur in deinem Alter auch dein Programm beobachten, wie du in Kleinigkeiten. Ich sage immer wieder, schau, achte auf die Kleinigkeiten, wo du dich drüber aufdeckst. Erinnere dich an den Staub, wo ich so geschmunzelt habe, wie du noch voll in deinem Putzfimmel warst. Lauter kleine Feindbilder, so muss es sein, so darf es nicht sein. Ja. Es ist alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht alles. Alles. Das ist das heilige Ganze. Und da war sehr interessant, diese ganzen zerdachten Gedanken hier zu sehen vom Philosophen, wo ich sage, das ist alles richtig, aber nicht mit dieser chronologischen, raumzeitigen Auslegung. Wer die Feindheit liebt, bildet sich niemals ein, sie zu besitzen. Zentrale Erkenntnis. Ich kann jetzt immer wieder sagen, wer Weisheit sieht, weil wenn du weißt, was Weisheit ist, Weisheit kannst du nicht besitzen, das bist du. Das ist Bewusstsein. Das ist die absolute Weisheit. Das ist der tiefste, innerste Mittelpunkt. Und jetzt haben wir schon wieder dann nochmal, sobald wir uns einen Mittelpunkt ausdenken, muss etwas geben, was kein Mittelpunkt ist und trotzdem ein Mittelpunkt ist. Wir haben ja vier Seiten. Das sind ausgedachte Mittelpunkte. Es geht um den allerersten. Dieses Uni rot geschrieben. Das ist immer wieder unser Symbol jetzt, dass man sich zumindest vorstellen kann, was man sich nicht vorstellen kann, wenn ich den Spiegeltunnel sage. Ja. Ob ich denn den ersten Spiegel nenne oder das erste Licht, wenn ich ein Lämpchen reinstelle, so ein Spiegeltetraeder. Wenn ich dieses erste Licht bin, ich kann mir nicht selbst in die Augen sehen, sagt man. Ich sehe unendlich viele Lichter um mich herum. Jeder sitzt in einem kleinen Tetraeder. Das sind jetzt Geistesfunken, das nenne ich Geistesfunken. Aber der allererste ist nicht denkbar. Genau. Das ist Gott. Gott. Ich kann natürlich das Wort Gott denken, habe ich immer wieder gesagt, aber mir muss klar sein, was Gott ist. Die Kollektion aller Kollektionen, aus der alles entspringt, der Urknall, bevor er Gegenhalt hat. Das schwarze Loch, aber sobald mir schwarzes Loch wieder denken, sind immer zwei Seiten, ist auch ein weißes Loch da. Genau, das ist Allah. Da wird es jetzt sehr interessant, wenn man mal hier den Unterschied, dieses hier durchgeht, von Platon, wenn dann Aristoteles kommt. Der ist ja noch viel, viel zerdachter. Und wenn dann die modernen Philosophen kommen, die das dann wieder zerdenken, es ist alles zerdacht. Ja. ZR, die Geburt von Berechnungen. Genau. Lass uns Quantenmechanik anschauen. Es ist so eine Hirnwichserei ohne Ende, was bewundert wird vom Menschen. Mir fällt jetzt spontan wieder Gödel ein mit seinen Unendlichkeitsberechnungen. Und so oft erzählt, was nützt es dem Menschen, das immer mehr zu zerdenken, die ganze Quantenmechanik? Da wirst du sofort bei deinen Figuren in einem Traum hören, wenn du das ansprichst, wenn die studiert sind, ja, ohne Quantenmechanik wird es ja keine Handys mehr geben, wird es keine Computer geben. So, es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Genau. Es ist auch übrigens alles wichtig. Ja, ja. Auch diese Fallen sind wichtig. Genau. Ist immer dran an mein Autobeispiel denken. Du wirst nie von mir hören, dass irgendetwas, was in dir auftaucht, nicht wichtig wäre. Selbst die Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen sind in einer Fahrschule sehr, sehr wichtig. Ja. Um zu prüfen, ob du verstanden hast, um was es geht. Genau.
Ja. Da läuft nichts verkehrt, wenn das voller Fehler ist, wenn da falsche Aussagen drinstehen. Ob du schon das Heilige vom Unheiligen unterscheiden kannst, so sieht es aus. Ja. Platonischen Zeit. Sozusagen sokratische Weisheit. Wir werden auf das Verhältnis von Platon und Sokrates gleich eingehen. Ich erzähle Ihnen ein ganz klein bisschen über Platons Leben, damit Sie sich darunter was Das vorstellen müssen wir können, jetzt ein nicht. Ich bisschen schaue nach mal dem das nur mal Problem dort zum sortieren können. Zeigen. Bevor Das wir ist dann jetzt sehr in eine interessant. Kenntnistheorie, ist sozusagen der basale Stein, der als erstes gesetzt werden muss, worauf das Gebäude dann Stück für Stück sich zusammensetzt Es ist und der Eckstein, wo das Gebäude aufgebaut wird, der aber eigentlich nichts ist. ja. In der Struktur. Aber das müsste man jetzt Holoarithmetik verstehen. Das muss man aber nicht wissen. Wie gesagt, es reicht, wenn du zuerst nochmal akzeptierst, was du selbst bist. Setz dich einfach jetzt nochmal bewusst als ein träumender Geist. Ja. Es kommt alles aus dir und von Gedanke zu Gedanke, meine 200 Gramm rote Ehe. Das sollte dir jeden Moment, dass du das nicht vergessen. In dem Ja. Moment, wo du das vergisst, leidest du wieder. Du wirst einseitig und es baut sich Angst in dir auf. Und sobald die Angst in sich aufbaut, wirst du wieder sagen, es ist alles nur Gedanken, das sind alles nur Gedanken. Es wird dir nicht helfen, du wirst es nicht loskriegen damit, die Angst. Es ist nämlich ein Nicht-Haben-Wollen von irgendetwas, das ist das Hauptproblem. Ja. Jeder Beobachter, der an irgendwas denkt, zwangsläufig irgendwas beobachtet, du beobachtest ja immer deine ständig wechselnden Informationen. Und Ja. das nicht so haben, wie es jetzt in ihm auftaucht, ist ein blindes Ausschlag. Es geht um das absolute Einverstandensein. Wenn du mit allem einverstanden bist, dann hast du das eine verstanden, das du selbst bist. Und solange du irgendwelche Sachen nicht haben willst, gar nicht haben willst, wenn dich die Sachen, die du prinzipiell denken könntest, nicht interessieren, weil du meinst, sie sind nicht wie ich, dick. Dick ist nochmal der mittelste, der Mittelpunkt. In dem Mittelpunkt ist alles drin. Das ist das heilige Ganze. Dass du leiden. Ja. Immer dann zu entsetzen, man kann doch nicht alles lieben. Ich sage, wer bestimmt jetzt das? Genau. Wer bestimmt, dass man nicht alles lieben kann? Du wirst feststellen, dein Ego. Ego, Dein genau. Schwammenheit, dein Programm. Du bist der Richter über alles und jeden. Es wird deine Welt genauso funktionieren, wie du sie dir ausdenkst. Obwohl das, was du zu sehen bekommst, immer bloß kleine Momente sind, auf die du wieder einseitig reagierst mit einseitigen Wertungen. Schauen wir mal, was er da dazu erzählt. Ähnlich wie ich das vorhin über Hippokrates erzählt habe, einen möglichst geschlossenen Kosmos zu erzeugen, in dem die Kosmos, Angst. ein geschlossener Kosmos. Kosmos heißt Ordnung auf Griechisch. Und das ist das Universum, das in eins gekehrte, das ist Krishna, das ist das schwarze Loch, Krishna im Hinduismus. Harmonie des Individuums in der Harmonie des Kosmos aufgeht. Ich werde mit Du einem. lebst in der Harmonie des Kosmos, wenn du jetzt in deiner Personifizierung deine Rolle genauso spielst, wie du sie zu spielen hast. Wie Ja. das Drehbuch dir das Drehbuch dir das vorschreibt. Und Drehbuch heißt ja auch eine Rolle. Früher die Schriftrollen, die aufgerollten, das nennt sich das Volumen. Was mir herausholt. Abkürzung, Ihnen jetzt ein Schema aufmalen. Das ist der erste Satz in diesem Schema. Und es werden in jeder weiteren Vorlesung wird ein weiterer hinzukommen. Das I steht für ich und das E steht für etwas. Man könnte auch, hätte auch Welt schreiben können. Also dieser Satz heißt, ich erlebe etwas. Es ist ganz interessant, wenn man das jetzt laufen Und Sie lässt. sehen, es gibt diese beiden kleinen Es. Und diese zwei Es sind das Charakteristische. Zunächst mal Da haben wir die. übrigens das E, ist das He. Ja. Da ist ein Ich. Ich erlebe etwas. Wenn wir das jetzt rot machen, und da machen wir zwei E, hast du schon J, H, W, H da stehen. Ja. Jetzt wenn wir das E-Quadrat, wie ich das nenne, ist J, C, H, I, C, H. Das ist das Ich, aber das Etwas ist richtig, weil das E, dieses Et, ist die Zeit. Zeit. Genau genommen hast du es aber Zeitpunkt. Jetzt. Blau gelesen, die augenblickliche Erscheinung. Schönen. Rot gelesen ist es die Quelle des Daseins, des immer Daseinde. Genau. Und das ist natürlich jetzt ganz, ganz wichtig, dass dieses Eid, Z, der Geburtsgeber, rot gelesen,
Eid habe ich so oft das Buchstabieren. Das ist übrigens die Grundradix des Ort. Wir können ja immer wieder das J rausschmeißen, da sind wir drauf eingegangen, oder AT, das ist dann das weibliche Du. Ja. Das sind die Zeichen, das ist die Welt, das ist dein ausgedachtes, dein Aus, wenn du an dich denkst, das erste Gegenüber, die Hologrammatik, aber ich muss jetzt so weit gehen, wenn du an dich denkst, was du ich nennst, ist eigentlich dein erstes Gegenüber. Ja. Vom Geist aus gesehen, die erste Person in der Richtung ist eigentlich schon eine ausgedachte Persona. Der absolut Erste ist keine Person mehr, sondern der Geist hinter der Persona. Ja. Stimmt oder stimmt? Ja, stimmt, ja. Das heißt jetzt, wenn ich was? Ja. Das ist jetzt noch rot. Und dann haben wir ein Etwas, einen Menschen, der etwas erlebt. Aber jeder Mensch, den ich mir denke, ist zuerst einmal ein Geschöpf von, dem, von uns. Ja. Und meine Kiste. Was ein Mensch erlebt, den ich mir denke, der kann nur das erleben, was ich mir denke, das erlebt, und er kann nur so sein, wie ich ihn mir denke. Aber wenn ich ihn nicht denke, existiert er nicht. Ist ja nur eine Seinsmöglichkeit, aber kein Objekt. Ja. Für Aristoteles bei großen Unterschieden zwischen den beiden. Weil das Schema, ich erlebe etwas, wird bei all dem, was wir später machen, wenn wir Descartes und Spinoza machen, wenn wir Locke und Hume machen, wenn wir Berkeley und Kant machen, immer das Gleiche sein. Es ist immer noch die Frage raus. Ich könnte jetzt auch sagen, das Rode mit dem I, das ist die rote Energie in der Einstein-Formel, das E-Quadrat. Mhm. Dieses E, das ist ausgedachte Energie. Genau. Mhm. Die wird erzeugt, die wird vernichtet, die wird verbraucht. Die rote Energie kann weder vermehrt noch vernichtet werden. Genau. Mhm. Das sind physikalische Formen in der Philosophie. Wo man das schön sieht, ist bei Wittgenstein. Wenn du Wittgenstein dann, weil du siehst, das sieht dann mehr wie eine Physiksammlung aus, die aber sehr angehaucht ist von dem Russell, wo er am Schluss dann schon gesagt hat, dass er dann nochmal das nochmal zerdacht hat. Man muss also hier die Subjekte nochmal trennen. Du musst gar nichts trennen, du musst verbinden. Ja. Gucken raus auf das Gebäude, sieh, das ist das Ich und das Gebäude ist das Etwas. Und woher weiß ich von der Existenz dieses Gebäudes und dass dieses Gebäude so ist, wie es mir tatsächlich erscheint? Du merkst jetzt, dieser Bruch des zweiten Gebotes, dass da DR außen irgendwas ist, diese Beschwörung, ist die vollkommene Selbstentmündigung, die Entgeistigung, die Selbstentgeistigung, das dich auch selber zu einem Affen macht. Du bist ja bloß ein dummer Affe. Mhm. Auch ein wunderschönes Beispiel. Der Schizophrenie der Figuren in deinem Traum, die letztendlich, wenn solche Figuren in dir auftauchen, immer noch Spiegelbilder von dir selbst sind. Mhm. Ich nehme alle Schuld auf mich. Ja. Und dann kommt die Phase, wo du das erst einmal akzeptieren musst, dass es so ist. Mhm. Weil du ja alles bist. Holo-Feeling bedeutet das Gefühl, alles zu sein. Genau. Und da könnte man jetzt ganz, wenn ich, da müsste ich jeden Satz, jede Kleinigkeit, wenn du das jetzt dir genau anschaust hier, wo ich sage, diese Zeichnung, wo er macht hier, da hat er eigentlich schon das JHBH hingeschrieben, wenn man das weiß mit dem hier. Ja. Aber davon weiß er nichts. Wie soll er das auch wissen? Da müsste ich ihn mir ausdenken und müsste mir denken, dass er es weiß. Eben. Aber dann kommst du wieder in eine Phase, das nicht einverstanden sein, dass ich sage, ich müsste mir dann bloß denken, dass der das weiß, dann weiß er es. Es ist immer Wunschdenken, funktioniert nicht. Kaufmannsdenken funktioniert nicht. Das, was ich in dir in der Regel verwirklicht, ist das, was du im tiefsten Innern glaubst. Da kann ich nur wieder sagen, alles, was du dir wünschst, in dem Moment denkst du an etwas. Aber du glaubst, dass du das, was du jetzt denkst, eben noch nicht besitzt. Jetzt. Verwirklichen tut sich dein Glaube, sonst würdest du das ja nicht wünschen. Ja, ja, genau. Aber solange du dir das wünschst, hast du es ja noch nicht. Und ich sage, du hast es ja besessen, es war eins mit dir, solange du es dir nicht ausgedacht hast. Wie definierst du Besitz? Der Besitz, wo die zwei sitzen. B heißt inne. Im B, Bereshit, inmitten dieses Kopfes, ist der eigentliche Besitz. Stimmt oder stimmt? Ja, stimmt. Das ist das Spiel dabei. Ja. Das ist dieses Bereshit. Jetzt ist natürlich dieser Kopf ein ausgedachter Kopf. Genau. Ich sage, ich denke mir jetzt zum Beispiel einen Udo aus, der ist um mich herum, wenn ich das Udo-Programm habe. Ich denke mir eine Helene aus, da habe ich ein Pixelmännchen auf der VR-Brille, auf dem Monitor, die ich mir jetzt in die Grünau denke. Aber die Grünau ist doch bloß dann existierend, wenn ich sie denke, und die Helene in der Grünau ist alles hier in dem Kopf.
Genau. Dann denke ich mir noch einen, der sich jetzt das Video, jetzt in diesem Moment das Video anschaut. Auf seiner VR-Brille sind da zwei Pixelmännchen. Ja. Ein Helene-Pixel und ein Uda-Pixel. Und er denkt dann an sich und er sitzt vor dem Monitor. Das ist aber eine ganz andere Welt, ein ganz anderes Programm. Da sind wir so drauf eingegangen. Ja. Das sind so Kleinigkeiten, dass ich immer wieder da in meinen Saal mit den 201 Menschen und mir schauen in die Köpfe in die Menschen rein. Was sehen die eigentlich, wenn da Vortrag gehalten ist, wenn da 200 sich einen Vortrag von einem Sprecher anhören? Du kannst dich in jeden Kopf reinlegen. Das heißt, mal ganz, ganz grob in der Perspektive. Es spitzt sich in deinem Kopf, in dem roten Kopf ab. Der rote Kopf ist niemals ein ausgedachter Kopf. Diese Köpfe, und ich habe übrigens nicht den Faden verloren, ich habe gesagt, wo ein Mittelpunkt ist, ein Dick, ist ein Duck. Und diese Wachräume, das sind ausgedachte Mittelpunkte. Reden wir von dem absoluten Mittelpunkt oder reden wir von einem ausgedachten Mittelpunkt? Das sind die Zentren der Geistesfunk, die Kopfzentren der Geistesfunk. Gerne. Jeder Geistesfunk ist ein kleines Lichtzentrum für die Traumwelt, die er sich selber um sich herum ausdenkt, die aber nur aus ständig wechselnden Bildern besteht. Steht. All das, was ich jetzt erzähle, ist hundertprozentig sicher und von jedem, ich sage, 13-Jährigen, wenn er den Gedankengang mitgeht, hier und jetzt sofort auf der Stelle überprüft. Ja. Schau, ich mache jetzt zum Beispiel mal einen Fokuspunkt, dass ich sage, Schnipp, wenn du jetzt, und das hängt jetzt ab davon, wer du zu sein glaubst, wenn du jetzt auf deinen Monitor schaust, siehst du eine Helene vor dir, neben dem Udo, hinter der sich ein Kackelofen befindet. Die Helene kann sich den jetzt vorstellen, sie kann sich vorstellen, was hinter ihr ist, wenn du die Informationen in der Helene im Kopf anschaust, dann sieht sie sich ja selbst, das, was sie zu sein glaubt, mit dem Kackelofen als Vorstellung. Aber dass diese Kach, Kach, das heißt, wie der Bruder Gott, eigentlich der Kackelofen ist, eigentlich, könnte ich jetzt sagen, wieder der Udo daneben. Ja. Dass jetzt du merkst, dass der Weise, wir waren gerade bei der Philosophia, ja, zur Weisheit, in dem ein Feuer brennt. Das mich wärmt. Das ist der brennende Dornbusch, wo der Mose hingegangen ist. Die Symbolik ist so unendlich tiefgreifend. Dann könnte ich wieder sagen, was sind eigentlich, was ist ein Kachel? Kachel. Fliese. Eine Fliese. Da steckt das Lieben schon mit drin, wenn wir das Spiel wieder mitmachen. Die absolute Liebe ist was ganz. Es entzieht sich, wenn man sich einmal seiner eigenen Lieblosigkeit bewusst wird, seiner eigenen Rechthaberei bewusst wird. Und das ist ein intimes Spiel, das ist die wichtigste Aussage. Ja. Du veränderst deinen Traum nicht, indem du gegen irgendwas demonstrierst, wenn du dich über dieses oder jenes aufregst, sondern in dem Moment, wo du in eine absolute Gleichgültigkeit und Ruhe kommst. Dieser Zwang, andere überzeugen zu wollen. Das ist die schöne Geschichte, wohin die auftaucht, ganz am Rande hier mit unserer Ruth und ihrer Familie und ihrer Konsorte, die hier ganz religiös ist, christlich ist, versucht ihnen zu erklären, wie es Feindbilder trocknet, die eigentlich in euch. Ja. Das Verständnis ist es unmöglich. Mhm. Du musst es machen. Du musst einfach mit deinem Lächeln, halt einfach den Mund. Ja. Du musst der Erste sein, der sich verändert und dann kann, wenn du Glück hast, verändern die sich irgendwann einmal, wenn du das stoisch, mit einer stoischen Ruhe vorlebst. Ja. Druck erzeugt immer Gegendruck. Gegendruck. Weil du schon wieder versuchst, wirklich geistlosen Gedanken von dir was zu erklären. Und das gilt für alles. Ich mag es bloß wieder so. Das Symbol ist so tief. Es ist alles, was du denkst, wird von dir erschaffen. Du bist ein Traum in der Geist. Die haben keine Chance. Da kannst du dann sagen, ich nehme die Schuld auf mich. Du musst in die andere Richtung denken. Was ist die Ursache, dass ich das denke? Was ist jetzt die Ursache, dass das ist? Warum muss das jetzt schon wieder passieren? Ich sage, weil du dich schon wieder über was aufregst und nicht damit einverstanden bist. Du hast zu lernen, dich über nichts und niemanden mehr aufzuregen und dich vor nichts und niemanden zu fürchten. Schon gar nicht, dass sich irgendwas auflöst. Genau. Weil das passiert doch ständig. Mhm. Von Augenblick zu Augenblick. Da kann der Udo tausendmal sagen, nur wenn du jetzt den ausgedachten Kopf drehst, kriegst du schon anders Bild auf die VR-Brille. Wo sind die Sachen, wenn du sie nicht denkst? Ja, da außen, Bruch des zweiten Gebotes. Du wirst leiden und leiden und leiden, bis du diese simple Logik zu deiner eigenen machst, bis du dir die aneignest. Und dass du merkst, dann irgendwann kommt ein Punkt in einem gewissen Alter, wo du sagst, das war unser Thema mit dem Toni, wenn der jetzt nicht sich aufgelöst hätte, wieder eins geworden wäre mit dem eigentlichen Geist, der du selbst bist. Das Problem für dich in dieser Geschichte ist die Helene, nicht der Toni.
Weil die wird ja von dir immer noch ausgedacht. Problem, das man versucht sich ja ein Leben in dieser Peripherie zu halten. Ja. Und das wird irgendwann einmal ist es durchschaut. Das passiert halt erst dann in dem Knick, wie ich sage, in dem Bewusstseinsknick, wenn du dann einmal, jetzt normal gesprochen, in deinem Fall, wenn du in die 70, 75, wenn das dann da in diese Richtung, in die 80, in die Weisheit reingeht, rot gelesen, in die verbundene Weisheit, in UB reingeht, dein Denken, dein Leben geht ganz normal weiter, so wie es bleibt, jede formt sich ständig um. Aber du kriegst vollkommen neue Möglichkeiten. Und das ist immer wieder, wie ich sage, hängt abhängig von dem Programm und von den Dauern. Du musst es zulassen, dass was Neues, ein vollkommen neues Wissen in dich einströmt. Ja. Und es strömt nicht in dich ein, wenn du sagst, will ich nicht, brauche ich nicht, interessiert mich nicht. Nein. Dann wiederholst du wie ein Hamster im Laufrad. Genau. Da gibt es dann so schöne, mystische Geschichten, wenn du Jakob Lorber lesen musst und so weiter, dieses Jenseitswelten durchführen, das wird ja immer als normale Welten dargestellt mit Menschen. Das ist bei Holophilien geht es einen ganzen Schritt weiter. Ja. Dieses genau. Sinnreich wollen ist schon wieder, dann will ich nicht in die Hölle. Werde in die Mitte. Da kannst du nicht hinkommen, du kannst nicht wohin kommen, wo du schon bist. Du bist. Also darum sage ich, erkläre jetzt das, was du bist. Ohne religiöses, esoterisches Geschwätz. Streng arithmetisch aufbauend auf den ganzen Formeln, die du in deinen Physik- und Chemiebüchern findest. Die Formen, die Formen Gottes, die werden mit diesen Formeln beschrieben. Und ich sage immer wieder, wenn du Tora lesen tust, das ist nichts anderes. Übrigens auch die Upanishaden oder die Bhagavad Gita, das sind nur andere Auslegungssysteme. Ja. Andere Denkensysteme. Die divinatorischen Systeme sind wie verschiedene Zahlensysteme oder verschiedene Computerprogramme. Es gibt immer einen gemeinsamen Parameter, nämlich den, der sich ausdenkt. Jetzt lassen wir es gut sein. Ich kann immer nur darauf hinweisen. Unendlich. Du weißt, immer wieder, ich kann nur sagen, es gibt nichts, das Hören, das ist wie wenn man was lernt. Das muss zu einem Auto, zu einem positiven Automatismus. Es gibt auch einen negativen. Mein schönes Beispiel beim Autofahren. Wenn man wieder anfängt hier, früher Fahrschule, ich sage, schalten, kuppeln, Blinker setzen, durch die Großstadt fahren, auf die anderen aufpassen, ist extremer Stress, bis das schlafwandlerisch passiert und du nicht mehr drüber nachdenken musst. Ja. Genauso musst du diese einfachen Sätze für Holofilling installieren, dass das immerwährend da ist, dass wenn du eine Schrift anschaust, dass die niemals irgendeiner vorher geschrieben hat. Du darfst dir nach wie vor den ausdenken, aber mach es bewusst. Genau. Wenn du jetzt in den Chat reinschaust und du liest dann Namen, was du ganz gezielt auf den Namen, wenn du dir da mehr angeeignet hast, den Charakter dir aufbauen. Vom Trump. Mhm. Wie kann es sein, dass da welche gibt, die Fans sind? Mhm. Das sind solche Sachen. Wie kann es sein, dass die Fans sind? Mhm. Das ist doch Vollpfosten. Anderes Programm. Ich sag, du hast nur eine Seite, da gibt es andere Seiten auch. Da fragt man sich dann wirklich, was sind das für Menschen außen, die den Trump wählen? Das ist ganz einfach, musst du nur andere Sachen lesen, andere Seiten lesen und dann wirst du feststellen, jetzt in der bewusst ausgedachten Welt, dass ein Großteil des Mittelstandes der Amerikaner, seit der Trump an der Macht ist, haben die wesentlich mehr Geld am Monatsende in ihren Geldbeutel. Mhm. Es geht wieder um das Scheißdrecksgeld. Ja. Er hat sich seine Fans gekauft. Das ist die daran festhalten. Ja. Das machen doch unsere Politiker nichts anderes. Es geht doch nur um Versprechen, dass du mehr Geld kriegst. Wenn sie die Rentner brauchen, dann werden die Rentner was versprochen, dann wird das. Es geht aber nur um Macht. Aber das ist gar nicht der Sinn. Das ist ein totaler Trugschluss. Weil es geht doch überhaupt, es dreht sich doch überhaupt nicht um die Welt da außen. Es dreht sich um den sich alles herumdreht. Das ist der Sinn des Lebens. Die Welt. WLD ist das Brandopfer und der liegt in der ständigen Veränderung. Da gibt es nichts zum Aufhalten. So wie dein jetzt ausgedachter Körper sich vom Säugling bis zum Greis ständig verändert. Aber wenn er existiert, existiert er immer jetzt. Ja. Dein Säuglingskörper kann bloß jetzt existieren. Aber da bist du doch nicht. Du bist der sich den ausdenkt und sagt, das war ich. Boah. Da kannst du Helene denken, in die Schule kommen, dann sagst du, das war ich. Und dann denkst du plötzlich eine, die die Direktorin von einer Schule ist. Warst du übrigens auch. Bist du nicht mehr. Es sind Zeiten in einem Leben, das du durchlebt hast, das schon festgestanden ist. Das ist, wie du das erste Mal hier aufgetaucht bist in Almena mit dem Doni, Helene, hätte ich dir das alles schon erzählen können.
Da waren so viele Kleinigkeiten, das ist einfach nur viel Wissen. Es ist überhaupt nicht kompliziert, es ist nur unheimlich viel. Ja. Aber es gibt dann der Dornfrieden, wenn ich was, ich muss ja gar nichts, es passiert eh so, wie es sein soll. Genau so. Was du selber tun kannst, wir haben ja interaktives Videospiel, dich immer wieder in das Jetzt zu holen, dir jeden Moment bewusst machen, was zappe ich jetzt eigentlich wieder raus. Die eigene Hirnwichserei beobachten, wenn irgendein kleiner Reiz auslöst ist und du das dann ausmalst. Du was kaufst, ob du, egal was es ist, was du brauchst, wenn was kaputt geht, reparieren, lasse ich es reparieren, kaufe ich es neu. Du hängst so auf diesen einseitigen Schienen drin. Man muss sich in der Regel immer wieder zum Glück zwingen. Ob das logisch oder unlogisch ist, einfach einen Schritt jetzt mit dem Fernseher zum Beispiel, weil dasselbe, wo ich sage, den Dip, ist natürlich jetzt weltliches Zeug, aber hättest du von dir aus nie gemacht. Aber die Begründung, dann kann ich das Schränkchen aber benutzen, weil er dann in ein Ding reinschaut, ist eigentlich ein Blödsinn. Ja. Du weißt, was ich meine. Genau. Das sind viele, viele Meinungen, eigene Meinung hast du sowieso nicht. Du bist voll gesteuert von dem Zweiten, von diesem Schwamminhalt. Ja. Was ich immer sage, deine Meinung sind wirklich nicht deine Meinungen, es sind deine Anderungen. Egal in welchem Glauben, in welchem politischen System du drin hängst. Da gibt es natürlich dann viele Einflüsse noch mit Charakter und so weiter und so fort. Aber es ist einfach zuerst einmal ein Schwamminhalt. Es ist ein Nachäffen von Meinungen, von Geschmack, was dir schmeckt, was du schön empfindest an Kleidung in Bezug auf den Menschen. Ja. Mein Tattoo, mein Zungenpiercing-Beispiel, meine Alten. Und versuch bitte nicht diesen Figuren zu erklären, dass sie keine eigene Meinung haben. Es ist wie wenn du versuchst, an den Händen zu erklären, dass du derjenige bist, der sie auf und zu macht. Nein. Die ja übrigens erst dann existieren, wenn du die jetzt ausdenkst und vor dich hinstellst. Aber das ist alles nur hier in diesem einen Zentrum. Es läuft alles nur in diesem Kopf ab. Ja. Das ist der Mittelpunkt. Tick-Tack, Tick-Tack. Tick-Tack, genau. Mittelpunkt. Das ist ein Spiel. Ewige Dankbarkeit und Vertrauen. Das geht nur, aber wen du vertrauen musst, ist dir selbst. Ja. Was ich immer wieder sage, das, was der Udo dir jetzt erzählt, als Pixelmännchen, als sinnlich wahrgenommener Affe, der erzählt dir, was du bist. Es ist dein eigenes Wissen, weil ich ja nur Figur in deinem Traum bin und Figuren in deinem Traum, auch übrigens, was jetzt hier dieser Philosoph sagt, was der Platon sagt, alles, was die dir erzählen, sind Sachen, die du dir ausdenkst. Das ist auch dein Wissen. Bloß diese Art von Wissen, wo du dir ausdenkst, ist einseitiges Wissen. Ja. Jetzt denk wieder an Kategorie 1 und Kategorie 2. Mhm. Du wirst dich irgendwann einmal nur noch für die Kategorie 3 interessieren. Ja. Nicht mehr für irgendein spezielles Wissen, sondern was ist Kategorie 3? Das ist nochmal die Frage, ist es richtig oder verkehrt? Ja. Stimmt das oder stimmt das? Wer hat den Krieg geführt, wer war Ministerpräsident von dem und dem Land oder König? Vollkommen, das sind Facetten, das sind einfach nur Facetten, das ist Wissen. Ja. Die Weisheit ist Kategorie 3, 3 ist Synthese. Warum ist das jetzt, was ich jetzt als Information vorliegen habe? Weil ich jetzt denke, weil ich selbst diese 200 Gramm rote Knete jetzt diese Form annehme. Das ist meine Information. Deshalb ist es jetzt. Und wo ist es? Hier. Hier. Und wann ist es? Jetzt. Ja. Wie lange ist es? Solange ich jetzt dran denke. Aber der nächste Gedanke zerstört es. Puff, neue Welle. Das ist hundertprozentig sicher. Und jetzt kannst du nur schauen, wie weit der Zweite in dir mächtig ist. Der sagt, ist zwar plötzlich logisch, aber kann der nicht stimmen. Und wie falle ich? Da können wir jetzt in die Philosophiegeschichte gehen, wie viele Philosophen jetzt, wieder Märchenfiguren, die wir uns ausdenken, ist auch angelesenes Wissen, wie es auch Wittgenstein, der große Sprachphilosoph, wird weltberühmt innerhalb der Geschichte in London, superreicher Österreicher, die von Wittgensteins, die reichsten Österreicher damals mithin, innerhalb dieser Märchengeschichte, hat komplett auf sein Erbe, auf alles verzichtet, ist berühmt worden als Philosoph und dann kommt ihm eben dieser Solipsismus, dass er letztendlich für alles verantwortlich ist. Seine Biografien kannst du dann lesen, angelesen wieder, selbst ausgedacht, wo er dann schreibt, dass er das nicht, diese Verantwortung nicht, dann ist er ja an allen schuld, an dieser ganzen schrecklichen Welt und dieser Ungerechtigkeit schuld.
Dann wollte er das Gespenst Solipsismus, das für ihn eigentlich hundertprozentig sicher bewiesen erschienen ist, mit seinen ganzen Gedankengängen, es kann gar nicht anders sein, wollte er dieses Gespenst Solipsismus wieder aus seinem Kopf vertreiben, weil er nichts mehr damit zu tun haben wollte, weil er die Verantwortung nicht auf sich nehmen will. Dieses, ich nehme alle Schuld auf mich. Und dann hat der bereits weltberühmte Professor Wittgenstein, sich aus dem Universitätssystem wieder zurückgezogen und ist wieder nach Österreich zurück, in ein ganz kleines Bergdorf hier, meine berühmte Schule, und hat dann ganz normal Dorfschullehrer gemacht. Was natürlich auch nicht glücklich gemacht hat, und dann ist er, dann kommt noch dazu, dass er schwul war, was er zum damaligen Zeitpunkt in England, denkt vielleicht an die Turing-Geschichte, mit Gefängnis, eine Todsünde war innerhalb des Systems. Das sind alles persönliche Leben, die aber alle vom selben Geist gelebt werden. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Dann haben wir den Bobber und bin da so oft drauf eingegangen. Es ist so unendlich viele Geschichten. Ich sage, interessiere dich für eine allereinzige, eine, die du leibhaftig erleben kannst für deine eigene. Jetzt. Für dein Leben, wo du die Hauptrolle spielst. Ist genauso lehrreich. Alle anderen Geschichten sind Untersysteme, die du durch Interesse wieder hervorheben kannst in dein Interessensgebiet, weil du wirst immer nur die Informationen haben deines Interesses. Das ist auch jetzt, das Corona wird so lange existieren, das Ausgedachte, solange du ständig resonierst. Und jetzt kann man wieder die Kausalität umbringen. Ja, ich kann mir ja das nicht raussuchen, wenn ich im Fernsehen einschalte und in die Zeitung reinschaue, dass da ständig Corona drauf ist. Ich sage, da geht es nicht um raussuchen oder nicht raussuchen, frag dich einmal, warum. Genau. Habe ich nicht gesagt, du hast zu lernen, dich über nichts und niemanden aufzuregen. Schon diese Reaktion ist eine Aufregung, ich will es ja los haben. Ja. Das ist doch auch schon wieder ein Wunsch. Natürlich. Da tut sich der Glaube. Das heißt, wenn du dir wünschst, ich will mit dem Scheiß nichts mehr zu tun haben, glaubst du, dass er immer wieder auftauchen wird. Das ist, das gespiegelte Denken ist sehr wichtig. Ja, ja, ja. Das ist so unheimlich wichtig. Ich sage, das ist so im Kleinen, je nachdem, wo du dich hinfokussierst, kriegst du das vorgesetzt. Das ist alles ist extrem lehrreich. Gerade jetzt die Sachen, wo man sagt, das ist Trash. Wenn ich, was lehrreich ist, ob du dir jetzt so Philosophievorlesung rein bist. Ich sage, wenn du noch ein relativ unbedarfter junger Geist bist, dann schau dir lieber das Sommerhaus der Stars an. Das ist für dich tausendmal lehrreicher. Gestern gedacht. Diese Schizophrenie, wenn du das siehst, ein Musterbeispiel der Spiegelung zwischen dieser Lisa und der Eva. Ja, ja. Die ist so unendlich boshaft, diese Frau. Schizophren und falsch. Und all das sieht sie in der Eva. Ja, ja, ja. Die natürlich auch den Mund nicht halten kann. Aber auch hier haben wir wieder die zwei Spiegel. Habe ich den Spiegel, den Spiegel, dann ist das, was ich sehe, bin ich. Das ist, wenn ich sage, ich bin nur ein Spiegelbild deines Charakters. Ja. Das ist ja so ein Spiegel, ein Eckspiegel. Ja. Eckspiegel. Wenn du meinst, ich bin ein Arschloch, bist du das Arschloch. Das heißt, diese unendliche Verlogenheit und Falschheit, du hast das angeschaut, das ist wirklich. Ja, gestern, genau. Das merkst, dass die gar nicht wissen, was die reden. Es sind Figuren, es sind Pixel, darum geht es gar nicht. Da außen sind keine Menschen, da musst du dich losgelöst haben. Was soll mir das sagen? Dass dir wirklich bewusst wird, wie unbewusst, dass das wirklich nur festgelegte Protagonisten in einem Roman sind. Du denk jetzt einfach, das wäre jetzt ein Fernsehfilm mit Festgelegten aus einem Roman heraus. Ja, 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 nichts anderes. Du bist der Autor. Mhm. Du bist zum einen das Auto, das Rode selbst, Autos, der hier als Autor dieses Rode selbst jetzt sich diese Charaktere ausdenkt. Ja. Du bist dann als Rodes Ich, als Autor, als Zeichenerwecker magst du aus den Schriftzeichen dieser Schriftstücke im Anfang war, das Wort magst du vorstellen mit den Charaktere. Und da muss dir klar sein, meine Fans, wenn sie immer sagt. Und ganz wichtig immer, fällt jetzt das Wort gar nicht ein, wie viele Follower hast du denn überhaupt? Du bist ja überhaupt niemand. Ich habe viel mehr Follower wie du. Du merkst, in was für eine Welt sich die Jugend mittlerweile hineindenkt. Und wer ist schuld, das Scheißdrecks-Geldsystem. Das ist die alles nach vorne schieben, es ist so unendlich wirklich krank. Und jetzt machen wir wieder das hebräische Wort krank, Kolla. Weltliche Wahrnehmung. Ja. Das hebräische Wort für Krankheit und Kranksein heißt eigentlich mit Holofeeling Vordersprache gelesen die weltliche Wahrnehmung. So hat der gestrige Tatort geheißen. Bitte? Der gestrige Tatort hat auch krank geheißen. Genau so ist es. Da ist übrigens, ich habe noch nicht angeschaut, habe ich aufgenommen, weil ich musste ja Prioritäten setzen. Ja, Brösel geben. Den habe ich mir aufgenommen, aber da ist ja schon wieder, wenn die Schiene hier so mit Hammer. Ja, 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 genau.
Ich habe mal auch aufgenommen. War übrigens die Woche in der Bildzeitung, war ganz große Doppelseite in der Bildzeitung, oder na, die vorige, was ich jetzt gleich, bitte am Sonntag, glaube ich, vorige Woche, ist ja wurscht. Doppelseite waren ein ganzer Haufen Fachprofessoren, Sie können ja die besten Medizinprofessoren fragen, und dann wurden so Fragen gestellt, waren die besten Professoren, und da war Psychoonkologe. Psychoonkologe, und da wurde die Frage gestellt, ob hier zum Beispiel psychischer Stress, ob das Krebs machen kann oder ob das das verschlechtert. Und der erklärt dann, dass prinzipiell, wenn man unter Stress ist, ist das für keine Krankheit gut, weil das schwächt den Körper. Aber prinzipiell Auslöser für Krebs oder so ist es nicht. Ich sage, der hat offensichtlich noch nie Homer gelesen. Na. Aber das ist ja sowieso ein Scharlatan. Das große Problem ist aber, wenn du dich dann wieder näher mit der Seite beschäftigst, so oft darauf eingegangen, der hat tausende von Fallbeispielen mit einer Präzision analysiert, und ich kenne da jetzt aus dem Stegreif 4 oder 5 Mann sagen, die in ihren Familien, in ihren Traum Krebsfälle gehabt haben, die nach dem System das versucht haben zu rekapitulieren, und die sagen es, Jan zum Beispiel mit seiner Mutter, der sagt, du kannst es minutiös mit Homer, kannst du genau das abverfolgen, wie sich ihr Krebs entwickelt hat, wo sie die nächste Krebsdiagnose kriegt, immer wieder Schock, der nächste Schock, zeitverzögert, dieses Denken, es ist genauso ein logisches Denksystem wie die Schulmedizin. Ja, genau. Und sobald du eine Seite nicht haben willst, das ist immer dasselbe Thema. Und ich betone, Homer ist genauso weltlich wie die Schulmedizin. Medizin. Es ist immer noch der Mensch ein sterblicher Trockennasenaffe, den er versucht, möglichst lange am Leben zu halten. Ja. Ich mache es noch krasser mit Holofeeling. Du versuchst, die versuchen, einen Gedanken möglichst lange am Leben zu halten. Das gilt übrigens auch für jedes höhere Komplex, für jedes Glaubenssystem. Ja. Ob wir das jetzt eine religiöse Partei nennen oder ob wir das eine Sekte nennen. Das ist dann, wenn sobald was Neues kommt, wird dagegen angekämpft. Ja. Da wird ja das Weltbild zerstört. Es ist noch nie anders gewesen. Galilei, alles, was das Weltbild zerstört, was einen festen Glauben zerstört, wird bekämpft bis zum Es geht nicht mehr von geistlosen Figuren. Ja. Was sie nicht wissen, das kann nur Geist wissen. Darum ist es so massiv zurzeit in dir. Es geht nicht um die Lügenpresse, um die offizielle Meinung oder die Verschwörungstheoretiker. Die haben alle recht, der Henkel ist rechts, der Henkel ist links. In der Politik dasselbe in Grün. Du wirst von mir nie hören, dass es nicht stimmt. Es interessiert sich keiner für das einheitliche, heilige Ganze, das im Hintergrund steht, was die Ursache ist für diese ganzen Filmgedanken. Ich. Dadwamasi, das bist du. Das bin ich. Du musst sagen, das bin ich. Ich. Die Gedanken, die ich denke, wird es ohne mich gar nicht geben. Ja. Geist ist eben. Ich kann natürlich auch GE Quadrat lesen, ist der Sohn. Wenn ich separiere oder eine polare Existenz. Jetzt drehen wir einfach die Perspektive. Die 16 Seiten sind so unheimlich wichtig. Die ersten 8 Seiten sind eine vorgestellte Tasse, die ich mir von außen anschaue. Ja. Ob ich jetzt an Einstein denke, ob ich mich zum bewegten Beobachter mache und um diese vorgestellte Tasse rumkreise. Oder ob ich die Tasse drehe und mich zum Rundenbeobachter mache, spielt keine Rolle. Die Bilder bleiben die gleichen, die ich sehe. Das ist aber eine ausgedachte Tasse, ein Objekt. In dem Moment, wo ich mich zum Mittelpunkt mache und ich setze mich hinter, unser Volker hatte die schönen Bilder mit der Glastasse gemacht, und dann habe ich dasselbe, ob ich mir jetzt meine Blickrichtung aus der Tasse heraus, wenn die außen ist, sehe ich meine Wänge in Henkel und dann die Glaswand. Ja, ja. Oder Glaswand, Glaswand, Hängel. Genau. Ich mach's mal genauer. Gall ist übrigens Glas, ist Raumzeit. Ja. Mhm. Wenn ich Hängel, Glaswand sehe, habe ich nur eine Seite. Bitte. Wenn ich mich innen reinsetze, sehe ich zuerst das Glas und dann den Hängel. Oder in der anderen Richtung bloß ein Glas. Ja. Das ist das Innen und Außen. Sehe ich das aus dem Mittelpunkt, der ich selbst bin? Oder stelle ich mir ein Objekt vor, das ich am Mittelpunkt setze, wo ich das herumdrehe, oder ich mich um diesen ausgedachten Mittelpunkt herumdrehe. Darum waren das 16 Perspektiven. Genau. Und das gilt wirklich für alles, für jede Kleinigkeit, für jedes Denken. Selbst wenn du an deine Brille denkst, wo war die jetzt die ganze Zeit? Nicht existierend. Genau. Jetzt ist interessant, dass du ja Brille oft benutzt. Die ist halt jetzt irgendwie, die habe ich nicht auf. Aber wenn du die jetzt aufgehabt hättest, wäre wieder nur eine andere Perspektive dafür. Genau. Eine gibt es nicht ohne das andere. Genau so ist es. Das muss aber gut sein.
Danke, danke, Ja, was, ich danke. wiederhole doch bloß immer. Ich kann immer nur sagen, ich würde so gern dir was vollkommen Neues erzählen. Einer meiner leichtesten Übungen. Aber es geht halt nicht, bevor du die Grundlagen nicht hundertprozentig schlafwandlerisch installiert hast. So ist. Und Zeit spielt keine Rolle, macht dich also gar nicht verrückt. Es läuft alles nach Plan. Es läuft alles. Es gibt wirklich einen göttlichen Plan im Hintergrund, auch wenn ein gewisses Maß an illusionärer Freiheit da ist. Das ist der Spieler in dem Videospiel. Ja. Diesen interaktiven Videospiel. Genau. Wo die Freiheit nicht darin liegt, dass du mit einem Joystick bestimmst, was als nächstes auftaucht. Sondern die Freiheit, dass du dir von dieser Logik, die das bestimmt, nichts mehr vorschreiben lässt und dich erhebst. Das war jetzt eine ganz, ganz wichtige Aussage am Schluss. Ja. Der Spieler, der hier auf Bilder reagiert und in unserem Computerprogramm seine eigenen Bilder, die er zu sehen bekommt, wechselt. Ja. Er wird in jeder Situation so reagieren, wie seine Logik ihm das vorschreibt, weil dieser Spieler mit dem Joystick in der Hand ist die KI. Das ist dein blaues Ich. Zu glauben, ich kann ja frei wählen, ob ich jetzt hier zum Einkaufen gehe oder nicht zum Einkaufen gehe. Mein Speisekartenbeispiel. Ja. Schon lange nicht mehr erzählt, dieses Speisenkartenbeispiel, jeder normale Mensch, den du dir ausdenkst, wenn du das überprüfen tust, der ist so programmiert, dass er meint, wenn er in ein Lokal geht und eine Speisekarte kriegt, dass er bestimmt, was er sich zum Essen bestellt. Und ich möchte beweisen, dass es nicht so ist. Das gilt auch für dich. Du hast ein bis jetzt ausgedachtes Leben in dem Wahn gelebt, dass du letzten Endes bestimmst in einem Lokal, was du dir zum Essen bestellst. Wärst du ich, dass du dich selber gewissenhaft beobachtest, wirst du feststellen, dass du dir das gar nicht raussuchen kannst. Na. Das erkläre ich nicht nochmal. Zigfach habe ich dieses Beispiel durchgespielt. Genau. Das ist was in dir drin, das zwingt dir das auf. Und es kann jedes Mal anders sein. Immer dieselbe Speisekarte, natürlich auch immer jetzt im selben Lokal. Jetzt baust du um dich herum auf. Jede verändert sich. Und du wirst feststellen, dass hier der bestimmt ist, habe ich einen Bock auf das oder habe ich einen Bock auf das? Und das ist jedes Mal anders. So wie du dir jeden Morgen überraschen lassen musst, wenn du wach wirst, wie du drauf bist. Ja. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Und auch hier wirst du feststellen, dass auf eine Phase von, ich nenne es mal einfach Melancholie, kommt wieder eine Phase von Hoffnung. Man wieder Bäume rausreißen könnte. Und dann ist wieder, man sitzt da wie bestellt und nicht abgeholt und ist einfach, ich will nicht das Wort depressiv benutzen, ich nenne es keine Melancholie. Und dann kommst du in diese vier wieder, in unsere vier Eigenarten. Genau. Und die zwei minus minus unten, unser blaues Pi, ist der Melancholiker und der Choleriker. Und da haben wir in beiden Worten haben wir das Kol. Das ist natürlich jetzt auf das Griechische bezogen, da kommt das Bittere mit. Aber was mir wichtig ist, ist das Hebräisieren, die Vordersprache, Kol ist das Weltliche. Weil das Minus, 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 Plus, das ist die westliche Hälfte. Wobei aber die Minus, Plus ja schon wieder dann in Richtung Rot, zu unserem Lila wird. Phlegmatiker. Die Existenz in der Acht, in der weiblichen Eins. Was auch immer das heißen soll. Jetzt lassen wir es aber wirklich gut sein. Wir wissen ja Bescheid, wir zwei. Das reicht. Und die, die wir uns ausdenken, die werden es eh nicht begreifen. Was ich mit dir zwei nicht diese ausgedachte Helene gemeint habe, sondern wir, Rot. Ich und du, rot geschrieben, das E-Quadrat, wir wissen Bescheid. Wir wissen, ja, natürlich. Danke, danke, ich liebe dich unendlich. Ido. Danke, wie danke. Wie mache ich denn das alles? Für den, der uns zwei jetzt ausdenkt. Ja. Tschüss. Danke, danke. Bussi an die Marion. Mach mal. Tschüss. Da, Papa.